So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen heute Diskussionsrunde zum Wohlleben-Video. Leider habe ich meinen entsprechenden Spickzettel vergessen, weil ich noch ein Dach mitnehmen musste. Weil, wie ihr vielleicht schon gehört habt, ist das Wetter nicht das Beste. Das Licht übrigens auch nicht. Es ist eigentlich noch sehr hell. Eigentlich. Aber leider hier im dunklen Walde, bei Bewölkung, bei Untertag, dürfte das Bild der Kamera relativ bescheiden, sage ich jetzt mal, ausfallen. Ich bitte da um Entschuldigung, hätte ich natürlich ein lichtstärkeres Objektiv mitnehmen können, aber da ich jetzt schon meine Notizen vergesse, an sowas denke ich dann erst recht nicht. Ne? So, wir legen trotzdem los und leben mit der Situation, wie sie halt eben ist. Viele von euch sind ja der Meinung, dass bei mir mehr um die Inhalte und weniger ums Bild geht. Ich hoffe, das ist auch diesmal so. Los geht's. Und zwar, woran ich mich noch erinnern kann, war ein Kommentar, der so in die Richtung ging, dass die Diskussion als unfair empfunden wurde und auch als ziemlich sinnlos, weil doch beide dasselbe wollen und ich mich irgendwie aus verletztem Stolz jetzt 2 Stunden 40 hinhocke und das alles durchkaue, was der Herr Wohlleben da so zu sagen hatte. So, und da möchte ich vehement widersprechen und finde das auch eine ziemlich unverschämte Unterstellung, ehrlich gesagt. Weil man kann ja vieles über mich sagen, aber, und auch über das letzte Video darf man auch sehr gerne sehr vieles sagen, aber sachlich war das Ganze ja wohl. Ich bin an 2, 3 Punkten ein kleines bisschen frech geworden, was allerdings bei der Größe und bei der Schwere der Diskussion hoffentlich menschlich nachvollziehbar ist. Habe mich dafür dann auch meistens in irgendeiner Form durch eine kleine Texteinblendung oder durch hinterher, so ist das jetzt natürlich auch wieder nicht gemeint oder oh, das darf ich eigentlich nicht sagen, dafür dann, ja, entschuldigt ist das falsche Wort, hätte ich bei einem tatsächlich vorhandenen Gesprächspartner natürlich getan. Aber ja, ich hoffe, das ist noch menschlich nachvollziehbar. Aber ansonsten habe ich ja für alle meine Aussagen hoffentlich durchaus Argumente genannt. Das Schwächste oder die schwächste Kategorie von Argumenten, die dabei war, war dann halt einfach, ja, also nach meiner Wahrnehmung kann ich mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert. Und in dem Fall ist es dann einfach Fachmeinung gegen Fachmeinung. Das darf gerne mal vorkommen und das ist natürlich auch von meiner Seite ein eher schwaches Argument. Und dann kann es auch durchaus sein, wenn mir nichts Besseres einfällt, als zu sagen, das sehe ich nicht so, dass in diesem Punkt dann der Herr Wohlleben oder ja, in diesem Fall natürlich der Herr Wohlleben, weil um den ging es ja, dann an dieser Stelle auch durchaus recht haben könnte. Weil ich weiß natürlich nicht, gerade wenn ich es nicht mit Fakten oder guten Argumenten belegen kann, ob ich dann auch wirklich recht habe. Also das nehme ich für mich ja gar nicht in Anspruch. Aber trotzdem, mit verletztem Stolz hat das nichts zu tun, sondern damit vor allen Dingen, dass ich der Meinung bin, dass die aus meiner Sicht Desinformation von vielen Leuten, und im Fall von Markus Lanz, das ist ja durchaus eine Sendung, die von vielen Leuten geguckt wird, sind das dann eben auch viele Leute, die da desinformiert werden, dass ich das so nicht stehen lassen möchte, in Anbetracht dessen, dass ich die Möglichkeit habe, was dagegen zu unternehmen, zumindest bis zu einem gewissen Grad, natürlich nicht mit der Reichweite von Herrn Lanz, aber dann doch natürlich mit ein bisschen Reichweite zumindest und in der Hoffnung, dass sich das Ganze vielleicht doch ein wenig rumsprechen wird, weil eben nach meiner fachlichen Meinung eben ganz viel, und das habt ihr ja schon mitgekriegt, weil ihr habt das Original ja sicherlich schon angesehen, wenn ihr die Diskussion dazu guckt, ja, ganz viel ganz anderer Meinung und manches schlichtweg falsch berichtet, falsch ausgelegt, falsch argumentiert gewesen ist. So, und damit will ich es einfach nicht bewenden lassen. So, und damit kommen wir zur nächsten Kategorie von Kommentar, der in die Richtung geht, dass, ja, ich versuche es mal zusammenzukriegen, aber man kann sich doch zumindest darauf einigen, dass die industrielle Waldwirtschaft so abgeschafft gehört und mehr Naturschutz und Biodiversität in den Wald gehören und man da dann zumindest einen Konsens finden könnte innerhalb dieser Fragestellung. So, und das ist jetzt was, da muss man natürlich weiter ausholen und durchaus habe ich da dann einiges zu anzumerken. Nämlich, ja, grundsätzlich der Konsens, der liegt darin, dass wir uns sicherlich einig sind, dass wir alle den Wald ganz toll finden und gerne tun möchten, auch politisch entsprechend aktiv werden möchten. Das haben Herr Wohlleben und ich sicherlich auch gemeinsam, aber das machen wir ja auch beide, um eben für den Wald was zu tun. Und ja, damit auch parallel auch unsere Brötchen zu verdienen. Das tun wir auch beide. Ja? So gesehen ist die Ausgangssituation eine ganz ähnliche. Und je mehr Aufmerksamkeit wir mit unseren jeweiligen Beiträgen zum Thema erzeugen, desto eher verdienen wir damit dann auch wieder Geld. Ja, das heißt, es ist also nicht ganz trivial,
tatsächlich eine gewisse Anzahl von Zuhörern, Zuschauern, Mitlaufenden, wenn es dann mal wirklich ins Gelände geht und ähnliche Sachen zu generieren. So, das gilt für uns beide. Ja? Das würde ich aber auch mehr oder weniger dann tatsächlich als einzigen Konsens irgendwo wahrnehmen wollen. Das muss jetzt nicht bedeuten, für diejenigen, die den Herrn Wohleben wahnsinnig sympathisch finden, dito, ich finde den Herrn Wohleben auch sehr, sehr sympathisch. Und solange man sich jetzt nicht über Waldpolitik unterhalten müsste, würde ich mit dem auch sofort einen Kaffee trinken gehen. Nicht, dass das unbedingt sein müsste, ne? Also in keinster Weise jetzt irgendwie eine Nötigung in dieser Hinsicht darstellt. Nö, aber das, ja, sagen wir mal so, wir haben unterschiedliche waldpolitische Meinungen, das sicherlich. Die gehen aber jetzt nicht so weit auseinander, dass ich da gleich automatisch von, oh Gott, mit der Person will ich nichts zu tun haben, ausgehen würde. Ich weiß nicht, wie das auf anderer Seite aussieht, selbstverständlich, aber auch von meiner Sicht ist das alles noch im Rahmen dessen, wo man sehr wohl noch miteinander reden kann und respektvoll miteinander umgehen kann. Gibt natürlich Meinungen, bei denen hört das dann irgendwann auf. Ja? Also wenn zum Beispiel jetzt jemand der Meinung ist, um mal ein Beispiel zu nehmen, dass Kinder in der Jugend gefälligst regelmäßig verprügelt gehören, und zwar so richtig, weil sie sonst keinen vernünftigen Charakter ausbilden, oder Frau hintern Herd oder sonst irgendwie sowas. Also wer solche wirklich offensichtlich bescheuerten, Entschuldigung, Meinungen vertreten möchte, der darf das ja aufgrund von Meinungsfreiheit bis zum gewissen Grad natürlich tun, solange es nicht umsetzt, weil das wäre strafbar. Ich weiß auch nicht, ob man diese Meinung tatsächlich, doch dürfte man, glaube ich, so schon haben. Ne? Ja, doch, das dürfte man. Das ist ja jetzt nichts, was verfassungswidrig wäre, zu sagen, dass es für die Entwicklung von Kindern gut sei, sie regelmäßig zu verprügeln. Dürfte man wahrscheinlich so sagen. Aber, und das ist übrigens auch, glaube ich, was viele Leute heutzutage nicht verstehen, die dann immer von Meinungsdiktatur und Zensur und so weiter und so fort was brüllen, nur weil du was sagen darfst, heißt das ja nicht zwingend gleich automatisch, dass allen Leuten das auch gefallen muss. Und wenn du halt einen Scheiß erzählst, dann kann es schon sein, dass du hinterher eben einen Shitstorm abbekommst und keiner mehr was mit dir zu tun haben möchte. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit, sondern mit Meinungstoleranz zu tun. Und die Toleranz für extreme und in diesem Fall würde ich auch definitiv sagen dumme Meinungen, ist halt in der Gesellschaft nicht unbedingt immer sehr, sehr groß, was auch gut so ist. Ja, bitte so lassen, liebe Gesellschaft. Aber auf dem Level befinden wir uns jetzt selbstverständlich noch nicht, sondern es geht um eine Fachdiskussion, die eben dem Wald zu helfen ist. Und an manchen Stellen bin ich vehement anderer Meinung, an anderen Stellen bin ich der Meinung, dass die Darstellungsform einfach falsch und irreführend ist. Und teilweise bin ich der Meinung, dass das einfach wissenschaftlich völlig widerlegt und nicht haltbar ist. Ja, so solche Dinge, ja. Aber ja, letztendlich führt natürlich zu einer Entspannung, in Anführungszeichen, dass wir schon beide den Wald retten wollen irgendwo und wir sonst zum Beispiel auch in so fundamentalen Fragen, wo dann auch ganz schnell das Ganze zu eskalieren droht, wie an Waldbränden sind irgendwelche Space Laser schuld oder den Klimawandel gibt's nicht und der wird nur verursacht von pupsenden Einhörnern. Bei solchen Fragestellungen sind wir uns ja einig. Ja? Also weder ich noch der Herr Wohleben sind der Meinung, dass tatsächlich was auch immer am Klimawandel schuld sein sollte, nur bloß nicht die Industrialisierung und ja nicht Kohlenstoffausstoß von unserem geliebten Auto. Ja? Also in der Hinsicht, da sind wir uns sicherlich auch sehr, sehr einig. Und wenn es darum geht, dass wir grundsätzlich ressourcenbewusster leben müssen und weniger Fleisch futtern und so ein Zeug, da sind wir uns ja auch einig. Ja? Also das sind alles so Einigkeiten, auch dass Fichtenpflanzen nicht mehr gut ist. Absolut, ja. Aber da hört es dann auch langsam wieder auf. Ja? Und drum bei der Methodik und bei der Wahrnehmung der Situation gibt es schon so grundlegende Unterschiede, dass ich da nicht von einem Konsens sprechen kann. Auch wenn beide ähnliche Ziele verfolgen, ist der Weg dahin dann doch oft so unterschiedlich, dass da eigentlich kaum irgendwie ein kleiner gemeinsamer Nenner gefunden werden kann, außer dem Ziel eben. Ja? Soll heißen, die Wahrnehmung der Situation ist schon eine ganz andere. Ich
beziehungsweise die Waldinventuren und Waldzustandsberichte und Bundeswaldinventuren, also sprich die belegbaren besten Zahlen, die es zum Zustand des Waldes eben nun mal gibt, die sind der Meinung, dass sich, mal abgesehen von den letzten Jahren, wo eben durch diese entsprechende Dürre riesige Schäden entstanden sind, das stellt auch keiner in Frage, abgesehen von diesen Jahren bis dahin eine deutliche Verbesserung der Biodiversität, der Artenzahl im Wald, der Struktur von Wäldern und ein deutlicher Rückgang der Fichte entsprechend feststellbar war. Auch bei den Neuanpflanzungen ist die Fichte drastisch zurückgegangen. Da gab es also deutlich weniger, immer mehr weniger Fichte und immer mehr Leute haben das kapiert. Das heißt, die Entwicklung ist definitiv eine positive, wenn man den Zahlen glaubt. So, der Herr Wohleben stellt es hingegen gerne so dar, als sei das ganz furchtbar und würde, zumindest habe ich den Eindruck, als würde er es so darstellen, dass es auch noch viel schlimmer werden würde und dass alles viel, viel zu langsam geht und heute immer noch niemand begriffen hat, dass man doch ja da ein völliges Umdenken braucht und so weiter. Ich bin der Meinung, dass dieses Umdenken, was sich der Herr Wohleben wünscht, vor circa 30 Jahren stattgefunden hat und seitdem eben im üblichen Tempo für Prozesse im Wald, nämlich verdammt langsam, umgesetzt wird. Ja? Wie gesagt, die Zahlen auch belegen. Selbstverständlich bestand immer das Risiko, das wussten wir alle. Ja? Und das hat trotzdem nichts daran geändert, dass man nicht vorzeitig Fichte umgesägt hat, weil es unwirtschaftlich gewesen wäre. Aber wir wussten alle, dass zum Beispiel beim Fichtenanbau, zumindest in der Wissenschaft wussten wir das alle, immer ein großes Risiko besteht. Und es gab auch schöne Tabellen und schöne Berechnungen, wie man eben den Wertzuwachs eines Fichtenwaldes mit dem Risiko, dass er einem verloren geht durch ein Schadereignis, gegenrechnen kann, um dann zum Beispiel die Umtriebszeiten neu zu berechnen. Normalerweise ist eine Umtriebszeit etwas, was sich aus dem der durchschnittlichen Wachstumsgeschwindigkeit eines Baumes ergibt, der so und so lange so und so schnell wächst und dann irgendwann so viel langsamer wächst, dass man für 10 weitere Jahre warten mit einem jungen Baum, der dann einfach wieder schneller wächst, mehr Holz bekommen würde, als wenn man den alten Baum noch mal 10 Jahre stehen lässt. Und das heißt, an diesem Punkt, wo weitere 10 Jahre weniger zusätzliches Holz bringen als Fällen und Neupflanzen, da hat man früher, zumindest wurde das früher so berechnet, eben gesagt, ja dann Fällen und Neupflanzen. Heutzutage würde man auch nach wie vor sagen Fällen, allerdings würde man nicht sagen Neupflanzen, sondern man würde versuchen mit dem, was vorhanden ist, sprich aus Naturverjüngung jetzt ohnehin unten am Waldboden steht, dann die nächste Generation zu begründen, sofern das gerade möglich ist. Ist nicht immer möglich, aber so wäre jetzt so die modernere Variante. Aber grundsätzlich haben wir schon den größten Zuwachs, sprich den größten Geldzuwachs, gleichzeitig den größten CO2-Speicherzuwachs in gewisser Weise, wenn wir eben die Bäume so optimal zum optimalsten Zeitpunkt, wenn sie mit ihrem Wachstum einer weiteren Baumgeneration, einer neuen Baumgeneration unterlegen sind, in dem Moment entnehmen. Ja, das ist also schon wirtschaftlich gesehen am optimalsten, was dann auch den Holzpreis optimal macht, die Produktion optimal macht und damit auch die Menge an verfügbarem Holz, die wir bei gegebener Fläche, die sich zumindest langfristig, kurzfristig nicht verändern lässt, erwirtschaften lässt, damit optimal nutzen. Das heißt, das Ganze ist effizient. Effizienz ist in vielen Fällen auch ökologisch, insbesondere wenn es sich um die Nutzung von natürlichen Systemen handelt. Je effizienter wir diese nutzen, ohne sie zu übernutzen, das ist die magische Grenze, die auf keinen Fall überschritten werden sollte, woran man auch sicherlich noch zu arbeiten hat, was aber auch schon in vielen Fällen einigermaßen gut läuft. Aber bis dahin ist das auch sehr, sehr ökologisch, sehr nachhaltig und auf jeden Fall was, was wir für die Zukunft brauchen werden, gerade wenn es um wieder nachwachsende und umweltfreundlich nutzbare Ressourcen wie eben nun mal Holz geht. Ja? So, also Problemwahrnehmung, darauf wollte ich hinaus, ist eben einfach eine ganz andere. Beim Herrn Wohleben ist alles schlimm, 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 schlimm. Bei mir sind wir definitiv unterwegs in die richtige Richtung, haben da noch einen weiten Weg vor uns, müssen da auch noch weiterhin forschen und weitere Optimierungen finden, verschiedene Ideen und Prozesse erstmal ausprobieren, die schon als sehr gut angesehen worden sind, aber ob die wirklich so funktionieren, wird die Zeit zeigen. Aber es ist auf jeden Fall eine Entwicklung in die richtige Richtung, die jetzt weiterzuführen ist, die
die hier und da sicherlich ein bisschen zu intensivieren ist, die hier und da aber auch nicht in dem Ausmaß übertrieben werden muss, wie sich manche das vielleicht gerne wünschen, in Anbetracht dessen, dass wir Folgendes nicht vergessen dürfen. Das sage ich sehr oft, aber ich sage es auch gerne an dieser Stelle nochmal. Wir brauchen Holz. Punkt. Wir brauchen unbedingt Holz. Es gibt nach Stand heute keine Technologie und keinen nachwachsenden Rohstoff, der Holz ersetzen kann. Es gibt in ein paar Bereichen alternative Nutzungsmöglichkeiten, dass wir Holz auf die höherwertigen Nutzungen verwenden können. Sprich Klopapier, kann man auch aus Stroh herstellen oder meinetwegen aus Palmblättern, Mais, sonstiger Lignocellulose, die in irgendeiner Form nachwächst. Ja, man kann auch Hanf zu Hanfpapier verarbeiten etc. pp. Und so weiter und so fort. Das würde, wenn wir das alles tun, Gesetz des Falles, dass wir dann die entsprechende Anbaufläche für die alternativen Rohstoffe dann doch auch noch irgendwo herkriegen. Ja, das ist nämlich der nächste Punkt. Wenn wir nämlich argumentieren, wir haben nicht genug Platz für Wald, dann haben wir erst recht nicht genug Platz für sonstige alternative Rohstoffe, zumal Wald erheblich mehr Funktionen ökologisch betrachtet erfüllt als ein Hanfacker. So toll wie Hanf möglicherweise auch finden mögen oder auch nicht finden mögen, der ist ökologisch einem Wald ganz klar unterlegen. Und wenn man einen Wald haben kann, der große Biodiversität, große Klimaschutzwirkung, großen Bodenschutzwirkung und so weiter und so fort entfaltet, plus einen nachwachsenden lignocellulose-basierten Rohstoff bietet oder einen Hanfacker, der auch einen Nachweis lignocellulose-basierten Rohstoff bietet, aber viel weniger Biodiversität und auch nicht mehr Produktivität. Man denkt immer, das ist doch viel produktiver. Nein, ist es tatsächlich nicht. Das habe ich aber in anderen Videos schon mal vorgerechnet und schon mal zum Ausdruck gebracht. Es gibt keine super Pflanze, die unglaublich viel mehr Biomasse produziert als andere. Es gibt Pflanzen, die viel schneller wachsen als andere, weil sie hohl sind. Und hohl, ein Hohlraum, der ist schnell gebaut. Man baut was drumherum und schon ist der Hohlraum da. Und damit kriegt man schnell viel Volumen, auch viel Höhe, weil man halt ein hohles Rohr ist. Beispiel Bambus. Ja, auch wieder so eine super Pflanze, die da wunderbar wie gehypt wird. Die ist auch super, gar keine Frage, für Gerüste, wo ein Rohr durchaus eine tolle Form ist, mit der man ein Gerüst bauen kann. Nicht unbedingt für Bambus-Hackschnitzel, weil da kriegt man eben bei schnell wachsenden Bäumen, zum Beispiel eben Weltrekordbaum Eukalyptus, viel mehr Biomasse pro Zeit, die man dann zum Beispiel für Pellets, für die Pelletsheizung, meinetwegen Hackschnitzel oder auch irgendwas zum in den Garten kippen, Rohstoffbasis für irgendwelche Pilze, die man züchten möchte und nutzen kann. Das alles immer noch tatsächlich ein Hauch effizienter als mit einem guten Bambus, zumindest Stand heute, weil der halt eben nur ein Rohr ist. Und das ist ein großes Problem bei Masseleistung. Ja, nicht bei Längeleistung, da ist er super, gar keine Frage. Und als Baumaterial für Häuser, Bambushäuser, Bambusbrücken, Bambus, alles gar kein Thema. Das ist alles super, großartig, ganz großartig. Ja, aber die reine Biomasse in Tonne pro Hektar pro Jahr, so und so viel wird produziert, da gibt es keine sinnvolle, wirklich Stand heute, keine wirklich sinnvolle Alternative zu Wald mit all seinen zusätzlichen Bonusnutzen, den er mal abgesehen von der Holzproduktion noch bringt. Wir haben auch mit keiner Landnutzungsform, die Holz bringt, beziehungsweise nutzbare Biomasse, so viel Erfahrung wie mit dem Wald. Und diese jetzt in den Wind zu schießen und zu sagen, stattdessen fangen wir was völlig Neues an, weil wir keine Ahnung haben, ob das langfristig funktioniert oder nicht, weil wir keine Erfahrungswerte dazu haben. Wir können es prognostizieren, aber das können wir im Wald auch. Und aus Erfahrungswerten heraus, die wir aus der Vergangenheit eben entsprechend haben. Deswegen, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, auch wenn es in die Richtung alternative Rohstoffe und damit mehr Bäume stehen lassen und so weiter und so fort geht. Ohnehin, woher kommt denn diese mehr alte Bäume im Wald? Okay, dazu kommen wir noch. Aber grundsätzlich, ob du jetzt eine Kulturpflanze umschneidest oder eine im Wald stehende Pflanze oder einen Baum, der potenziell 500, 600 Jahre alt wird oder halt eben einen Baum, der potenziell nur 150 Jahre alt wird oder einen Hanf, der 2, 3, 4, 5 Jahre alt wird, da sehe ich jetzt ethisch, moralisch, ich persönlich, jetzt nicht so einen riesigen Unterschied, ne?
Zumal, auch wenn der Herr Wohlleben das behauptet, nein, Pflanzen empfinden keinen Schmerz im Sinne von, dass die leiden, wenn sie eine Verletzung haben. Sie haben eine Reizwahrnehmung, dass sie reagieren, wenn sie verletzt werden. Das ist auch sinnvoll, evolutionär. Aber über zum Beispiel, wie lange es braucht, um einen Blitzschlag zu heilen. Es gibt Bäume, die stehen noch 100 Jahre mit einem Blitzschlag. Dann müssten die 100 Jahre lang entsetzliche Schmerzen leiden, bis ihr Blitzschlag dann irgendwann mal verheilt oder sie gestorben sind. Welchen Sinn evolutionär soll das bitte haben, dass die 100 Jahre lang die ganze Zeit Schmerz, 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 Schmerz. Ich bin doch dabei, es wächst doch zu, ja? Ich habe doch alles getan, was ich tun kann. Warum zum Geier gibt mir die Natur jetzt ständig dieses Schmerz, 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 Schmerzsignal? Die Natur ist vieles, aber unnötig grausam gehört eigentlich nicht dazu. Ja? Nicht unnötig. Grausam, sicher. Ja? Aus ethischer Sicht in manchen Fällen bestimmt. Kleines, niedliches Tier, tot. Das kann man schon als möglicherweise grausam wahrnehmen, aber nicht unnötig grausam. Kleines, totes, niedliches Tier wird dann wieder entsprechend recycelt. Die Ressourcen stehen dann den Nächsten wieder zur Verfügung. Die Eltern, sofern sie dann noch leben, des kleinen, niedlichen Tiers, haben die Möglichkeit, es nochmal zu versuchen. Wenn nicht, dann stirbt diese Tierart möglicherweise auch aus. Das ist auch kein Problem. Dann ist nämlich wieder Platz in dieser ökologischen Nische. Die Evolution wird irgendwas hervorbringen, was es auch versucht, in dieser ökologischen Nische durchzukommen. Da sein Glück versuchen. Wenn es funktioniert, sich durchsetzen. Wenn nicht, wieder aussterben. Das ist alles, ja, klingt alles nicht besonders schön, ist aber tatsächlich die Natur. Die besteht nämlich nicht aus Buchen, ihre Nachkommen säugen und alles harmonisch und friedlich und so weiter und so fort. Stimmt zwar, dass Buchen ihre Nachkommen säugen, aber die bringen auch jeden anderen, der nicht ihre Nachkommen ist, effizient um. Ja, also dem eigenen Vorteil bedacht sind viele Pflanzen und ist vieles in der Natur. Aber Feindschaften gegen andere umbringen, Konkurrenz um Ressourcen, was den Tod derjenigen, der sie nicht bekommen, zur Folge haben kann, das gibt's alles. Ja? Das muss einem ganz klar sein. Auch wenn man sich nur die kleinräumig, mal recht harmonisch ablaufenden, vielleicht etwas friedlicher wirkenden Strukturen raussucht. Mord und Totschlag gibt es da auch. Allerdings ist die Natur nicht so effizient darin, andere Lebewesen umzubringen wie wir. Das ist ein wesentlicher Unterschied vielleicht. Gut, jetzt bin ich irgendwie vom Thema abgewichen. Können wir uns jetzt darauf einigen, dass wir die industrielle Holzwirtschaft irgendwie abschaffen wollen? Ja? Das wäre jetzt so der nächste Punkt. Und nö, können wir nicht. Weil erstmal müssen wir uns darauf einigen, was zum Geier soll denn überhaupt die industrielle Holzwirtschaft oder die industrielle Waldbewirtschaftung eigentlich sein? Das ist nämlich nicht definiert, das ist kein Fachbegriff, von dem ich jemals was gehört habe. Ich kenne Reinbestände, die in diese Richtung reinfallen als Fachbegriff. Ich kenne hochmechanisierte Holzernte, die sicherlich auch in diese Richtung reinfallen als Fachbegriff. Aber was jetzt genau eine industrielle Holzwirtschaft oder Forstwirtschaft oder was auch immer sein soll, das weiß ich nicht, weil das lernt man so nicht, diesen Begriff. Ja? Das ist also irgendein Eigenname, den sich irgendjemand mal so ausgedacht hat, mit oder ohne politischem Hintergrundinteresse, das weiß ich nicht. Ich würde fast Ersteres unterstellen wollen, aber das ist dann auch nur eine reine Unterstellung. So, Folgendes. Ja? Es kommt drauf an. Ganz, 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 ganz wichtig. Ja? Es gibt Fälle, in denen kann man einen Harvester sehr, sehr gut einsetzen, mit minimalen bis fast keinem Bodenschaden, weil das einfach ein Boden ist, der Befahrung gut verträgt. Es gibt Böden, die vertragen das gut, es gibt Böden, die vertragen das nicht so gut. Es gibt immer beides. Durchschnittlich ist drüberfahren ein bisschen schlecht, nur manchmal wirklich verheerend. Ja? Also das gibt es schon. Ich will ja gar nicht bestreiten, dass es Böden gibt, wenn du da drüber fährst, dann sind die im Eimer. Ja? Moorböden zum Beispiel, ja, die werden in dieser Hinsicht sofort Niedermoor-Torflandschaften, irgendwie sowas, das wäre eine Katastrophe.
Ja? Das macht Entwässerungsgräben und richtet wirklich große Schäden an, wenn man damit mit schwerem Gerät massiv Rillen und Schneisen reinfährt und so weiter und so fort. Nur mal so als Beispiel. Ja? Gibt es. Gibt aber auch Böden, die sind vom Tonanteil derart hoch, dass die ohnehin schon so verdichtet sind, dass man die gar nicht mehr verdichten kann. Oder es gibt Sandböden, die aufgrund der Tatsache, dass sie nun mal Sandböden sind, nicht zu verdichten sind, weil der Druck dann gar nicht hoch genug ist, um relativ große Sandkörner so stark zueinander zu pressen, dass die dann verdichtet werden. Bisschen dichter, ja, aber nicht so dicht, dass da dann keine Wurzeln mehr durchkommt oder keine Bakterien mehr durchkommen oder keine Pilze und so weiter und so fort. Das wird bei den allermeisten sandigen Böden eher nicht der Fall sein. So alles, was da irgendwo dazwischen liegt, ist ein bisschen gefährdet und dann kommt es jetzt eben stark drauf an. Erstens, fährt man da bei miesem Wetter so wie jetzt, wenn alles aufgeweicht ist, durch, dann ist das scheiße. Fährt man da, wenn es alles sehr trocken ist, durch, dann ist das schon ganz in Ordnung. Fährt man da im Idealfall bei gefrorenem Boden drüber, dann kannst du viel hin und her fahren und so viel tonnenweise Zeug drauf transportieren, wie du lustig bist. Da passiert so gut wie nichts, weil der Boden ist ja gefroren. Ha? Also deswegen, weil es eben ein breites Kontinuum von mal ist es ganz, ganz schlimm, mal ist es überhaupt nicht schlimm, gibt, kann man nicht generell sagen, dass ein Befahren von Waldböden mit schwerer Maschine immer automatisch gleich schlecht und immer automatisch gleich zu unterlassen ist. Worauf wir uns einigen können, so als kleinster gemeinsamer Nenner, wäre eben ein etwas flexiblerer Einsatz, auch wenn das Geld kostet, von schwerem Gerät. Sprich, dass man eben mehr Möglichkeiten bekommt aus wirtschaftlicher Sicht, um bei Wetter wie heute eben die Holzernte zum Beispiel zu unterlassen. Ja? Weil bisher ist es so, man hat zum Beispiel ein Holzabfuhrunternehmen da und dieses Holzabfuhrunternehmen will jetzt arbeiten, weil die sind jetzt da, die haben noch Termine, die sind nächste Woche wieder woanders. Jetzt sind sie hier, jetzt wollen sie arbeiten, müssen sie auch, weil sonst gehen so unverrichtete Dinge wieder weg und du musst sie trotzdem bezahlen. Daher willst du als Waldbesitzer natürlich auch, dass die jetzt arbeiten. So, und das ist halt eine Situation, die ist unangenehm, weil dann müssen die auch bei so einem Wetter, weil es anders nicht geht, tatsächlich raus und durch den Wald fahren. Und dann entstehen Schäden. Und sowas, das würde ich in Zukunft tatsächlich gerne vermeiden. Und da sehe ich auch ein gewisses Potenzial, dass man dann einfach wirklich sagt, okay, in solchen Fällen finden wir irgendeine Art und Weise, das auszugleichen finanziell. Wir machen die Planung insgesamt ein bisschen flexibler. Ich weiß nicht genau, wie man das umsetzen soll. Das ist super schwierig. Da müsste ich mir mal ganz lange Gedanken machen und selbst dann bin ich nicht der Fachwissenschaftler, der in so einem Bereich arbeitet, der da dann Lösungen finden soll und muss auch irgendwo. Ne? Also im Idealfall wäre das schon schön. Ja? Also ich bin da kein Fachmann, aber ich sehe da jetzt so die größte tatsächliche Problemwahrnehmung. So, und das nächste ist, dass wir uns auch mal klar machen müssen, es gibt nicht nur den Harvester, der durchfährt und Bäume fällt, sondern bei fast jeder Form der Holzrückung, selbst wenn das Pferd zum Einsatz kommt, sind immer irgendwelche Maschinen beteiligt. Ja, immer. Das geht heutzutage einfach nicht mehr ohne. Du kannst das nicht mit dem Pferdekarren bis ins nächste Dorf oder bis zur nächsten Dampflokomotive ziehen. Selbst wenn du es könntest, können würdest du es wahrscheinlich schon. Das wäre halt unendlich ineffizient und völlig bekloppt. Warum zum Geier sollte man das machen? Spätestens wenn man an der Waldstraße angekommen ist, spricht überhaupt nichts dagegen auf der Waldstraße, wo ein beliebig schweres Fahrzeug keine Schäden anrichtet, dieses dann auch zu verwenden, außer halt eventuell die Waldstraße ein bisschen kaputt machen. Das ist aber ökologisch scheißegal, sondern es kostet einfach nur Geld, sie dann wieder zu reparieren. Ja? Beziehungsweise ein bisschen ist es ökologisch interessant, weil es natürlich auch Ressourcen kostet, sie wieder zu reparieren. Aber das ist erstmal ganz wichtig, dass einem das einfach nochmal klar ist. Es gibt solche und solchen Maschineneinsatz im Wald. Und es wird in Zukunft automatisch, völlig egal, ob wir jetzt sagen, Harvester gut, böse, wollen wir behalten, wollen wir nicht behalten, wird es automatisch aufgrund der Einflüsse, die die ökologische Waldentwicklung oder die naturnahe Waldbewirtschaftung, wie es eigentlich heißt, auf den ganzen Forstsektor hat, wird es ohnehin viel weniger Harvester-Einsatz geben. Der ist nämlich konzipiert worden, übrigens von den Schweden und Finnen, wenn ich da richtig informiert bin, für Nadelholz-Reinbestände, was die da standardmäßig halt überall rumstehen haben.
und übrigens auch natürlich rumstehen haben, also bevor man denen jetzt Böses unterstellt. So, und da können sie halt eben prima bei den enormen Flächen von Holz, die sie da haben, auf diese Maschinen zurückgreifen. Bei uns sind sie dann erst richtig populär geworden mit den großen Schadereignissen, den ersten, wie Vivien Wiebke, Kyrill, ne, solche Stürme. Lothar, dann später die Borkenkäferkatastrophen und so weiter, wo man schnell, wegen dem Borkenkäfer, schnell sein Holz aus dem Wald raus haben wollte, schnell aufbereitet, schnell gefällt, schnell alles. Und da hat sich das als extrem effizient erwiesen. In, ratet mal, Nadelholz-Reinbeständen. So, in einem Laubmischwald mit meinetwegen Buche, Fichte, bisschen wohlgemerkt, ja, in Mischung, und Tanne, na, sowas zum Beispiel. Macht es da noch Sinn, mit dem Harvester drin rumzufahren? In seltenen Fällen, aber wahrscheinlich eher nicht. Und Mischbestände, die kann man jetzt so oder so begründen. Für den Harvester wäre es natürlich gut, wenn wir eine gruppenweise Mischung machen. Sprich, da steht eine Gruppe Buche, da steht eine Gruppe Tanne, da steht eine Gruppe Fichte. Dann kann er zur jeweiligen Gruppe Fichte oder Tanne hinfahren. Notfalls auch zur Buche, wenn die noch klein genug ist zumindest. Und kann die dann auch eben entsprechend ernten. Sofern da eine Rückegasse vorbeigeht. Ja? Weil der fährt ja nicht mitten durch den Wald, kreuz und quer wie Kraut und Rüben, sondern schön entlang von einzelnen Gassen, dass wir also die Bodenverdichtung, das hatte ich aber schon im Hauptvideo erklärt, eben auf diese Gassen bitte schön beschränken mögen. Das geht dann. Ja? Wenn wir das so machen, dann ist der Harvester nach wie vor ein Thema. Wenn wir hingegen eine sogenannte einzelstammweise Mischung haben wollen, und viele Kollegen wollen das so, inklusive mir, ich halte das auch für ziemlich ideal, aus ökologischen Gesichtspunkten, aus Waldstabilitätsgesichtspunkten, nicht aus wirtschaftlichen. Und so gesehen, ja, beim letzten Teil dieser Frage, beziehungsweise dem Aspekt, dass man eine gewisse wirtschaftliche Einbußen in Kauf nehmen muss für eine nachhaltigere, ökologischere, biodiversere Waldwirtschaft, das wird man müssen, ja. Ja, aber wir können uns sehr über das wie viel streiten. Ja, nämlich so eine einzelstammweise Mischung ist halt super schwierig zu bewirtschaften. Da ist es sehr mühsam, dann die einzelnen Bäume rauszubekommen, weil man ja beim Fällen die anderen nicht verletzen darf. Heißt, wenn du den so umschmeißt, dass er dann noch drei andere Bäume mitreißt, hast du nicht wirklich viel gewonnen. Und da steht halt dann eine Buche, dann steht nebendran eine Fichte, dann steht da nochmal meinetwegen die Tanne dazwischen und so weiter. Und der Harvester kommt an die Nadelbäume, für die er konzipiert ist, gar nicht richtig dran. Weil da steht immer eine Buche im Weg. Und die soll er eigentlich nicht fällen. Die kann er zum Teil auch nicht fällen. Und übrigens Douglasien kann er auch nicht wirklich fällen, weil die sehr schnell sehr schwer werden. Und irgendwann setzt dann das liebe Hebelgesetz ein. Nämlich, wenn der einen langen Arm hat, ja, und pflückt hier Bäume, die weit weg sind, dann sind die verdammt schwer, insbesondere wenn sie dann noch ein schweres Holz haben, wie Buche oder eine Douglasie oder gar eine Eiche. Das geht nicht. Ja? Und da Eichen, Buchen und Douglasie ja durchaus umstritten, aber wird auch eine große Rolle spielen in der Waldbewirtschaftung der Zukunft, eben nun mal die Zukunft sind Möglichkeiten, den Harvester zu nutzen in Zukunft, gar nicht mal mehr so gut. Ja? Da wird es dann eher vielleicht entweder in die technische Richtung gehen von sehr, sehr leichten Harvestern, die näher an den Baum hin müssen und aufgrund toller neuer Reifen oder Bänder oder was auch immer Technologie kaum Bodenverletzungen verursachen, auf Böden, wo das funktioniert. Ja? Nicht auf Böden, wo das nicht funktioniert, da kann man es dann nicht machen. Ja? Differenzieren, es kommt drauf an. Und da mag das dann vielleicht mit so ganz kleinen, speziellen, beweglichen Harvestern funktionieren. Wer mag, kann mal googeln, kann mal YouTube suchen. Den Menzimuk, der klingt auch schön, Menzimuk, ist so ein Gebirgsharvester von den Schweizern. Da sind die sehr stolz drauf, zu Recht, ja, die Schweizer wieder. die holen einen halt immer wieder ein. Und der ist zum Beispiel sehr flexibel einsetzbar, kommt ja, fast überall hoch, fast überall hin. Das kann mal gut sein, das kann mal schlecht sein. Der ist vergleichsweise leicht. Über sowas in die Richtung, ja, nicht den jetzt speziell, der hat schon noch einen zu hohen Bodendruck, um jetzt flächig überall rumzufahren, auf jedem Boden. Auf den guten, auf den sehr stabilen würde das vielleicht noch funktionieren, aber so in diese Richtung könnte man da zum Beispiel mal weiterforschen. Aber in vielen Fällen läuft es wohl darauf hinaus, dass wir bei der Holzernte wieder zurück müssen in Richtung Motor manuell, sprich Umsägen, Motorsäge, manuell, mit Person, mit Mensch,
vor Ort, der das Ding umsägt, so schmeißt, dass man es hinterher gut rausziehen kann, ohne was anderes kaputt zu machen. Und auf der Rückegasse ist dann nicht mehr der Harvester unterwegs, sondern irgendwas mit Seil, was die Sachen ranzieht. Oder alternativ schon was mit Greifarm, das aber nicht mehr fällt, sondern nur noch aufhebt bzw. rauszieht, also an der Krone packt. Weil wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal an, hier wäre jetzt der Harvester, ja, der fährt hier hin und her. Also ins Bild rein, aus dem Bild raus. Hier stehen die Bäume, die der haben möchte. Ja? Und der reicht mit seinem Arm bis hier. Ja, scheiße, klappt nicht. Ja? Aber jetzt kommt hier unser Forstwirt und schneidet die um und schmeißt die so. Ja? Und jetzt sind die so lang, dass die bequem bis in die Reichweite vom Arm, von unserem Greifarmfahrzeug reinpassen. Und dann kann der die sich ranziehen, lädt die dann auf und fährt mit denen wunderbar davon. So, das heißt, der muss nicht fällen, der muss auch nicht eine Reichweite von 20 Metern haben, sondern es reicht locker eine Reichweite von 5, sagen wir mal 8, ja, in krassen Fällen. Und das reicht vollkommen. Und dann kann man sie trotzdem die ganz schnell weggreifen. Und das ist dann immer noch eine effiziente Art und Weise der Waldbewirtschaftung. Das geht immer noch schnell, nicht mehr zack, 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 aber immer noch schnell. Und um Welten schneller, als wenn da der liebe Onkel Sam, falls das Pferd so heißt, das Ganze eben mit dem Pferd macht. Zumal wir beim Pferd auch nochmal uns klar machen müssen, Pferd taugt für Brennholz, weil dicke Dimensionen für krasse Balken, für Opernhäuser, die sehr viel CO2 speichern, für Bahnhöfe, die sehr viel CO2 speichern, für Schwimmbäder, sucht euch was aus, geht nicht. Ist nicht mit Pferd. Außer du nimmst dann halt gleich einen Vierspänner und irgendwann macht die Menge an Pferd, die da über den Waldboden trampelt, den auch kaputt. Ist ja nicht so, dass das Pferd über den Waldboden schwebt und überhaupt keine Schäden hinterlässt. Irgendwann, gerade auch bei den empfindlichen Böden, die sind auch dann empfindlich, wenn dauernd das Pferd drüber trampelt. Das ist nicht egal. Es ist besser als alles andere, ja, aber es ist nicht egal. Das darf man halt auch nicht vergessen. Nichts gegen das Pferd, die sind großartig. Ich finde Rückgepferde auch total beeindruckend. Das sieht auch toll aus und das soll man auch gerade aus Gründen der historischen Technik sehr gerne überall da einsetzen, wo es jemand bezahlen möchte. Ja, super gerne. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Und da, wo so empfindliche Böden sind und dann trotzdem so wertvolle Hölzer, dass sich das Ganze finanziell lohnt, da natürlich erst recht. Ja? Aber so viel zum Thema erstmal. Was ist denn mit dieser Forsttechnik? Können wir uns da nicht darauf einigen, dass die böse, böse, böse ist? Nein, können wir nicht. Wir können uns darauf einigen, dass wir da ganz stark differenzieren müssen, wann die Sinn macht und wann nicht. Und dass wir Fälle, wo sie falsch eingesetzt wurde, sprich Riesengleise im Wald hinterlassen hat, weil gerade die Wetterbedingungen zum Fahren zu schlecht gewesen sind, die Böden zum Fahren vielleicht auch generell zu schlecht gewesen sind, dass wir solche Fälle, die vorkommen, ja, ich sage nicht super oft vorkommen, aber die kommen schon vor, das ist schon richtig, dass wir sowas in Zukunft vermeiden. Grundsätzlich darauf verzichten werden wir aus den genannten Gründen reduzieren sowieso müssen, ja, und wo es dann noch nach wie vor geht, wo es die Gegebenheiten hergeben, wo wir auch weiterhin Fichtenreinbestände haben, sprich in den Alpen zum Beispiel, da spricht nichts dagegen, weiterhin auch auf hochmechanisierte Holzernte zu setzen, um dann eben auch weiterhin dieses hervorragende Produkt, wirklich in jeder Hinsicht großartige Produkt Fichtenholz weiterhin anbieten zu können, in den Maßen, wie es dann mit den Wäldern der Zukunft möglich sein wird. So, auch beim Punkt, brauchen wir denn mehr Biodiversität und mehr Naturschutz im Wald, fehlt mir die fehlende Differenzierung. Und auch da haben wir das gleiche Problem wie mit dieser sogenannten industriellen Holzbewirtschaftung oder was auch immer. Dass nämlich auch da ganz klar ist, da wurde schon viel getan in der Vergangenheit, da wird weiterhin getan und die Entwicklung ist weiterhin eine positive, dass sich das alles also in eine Richtung geht, in die man es nicht zusätzlich pushen muss und man muss nicht so tun, als sei die Situation schlimm, 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 schlimm und alles ist verschlafen worden und außer Herrn Wohleben hat niemand gemerkt, dass da was zu tun ist. So ist es nicht. Es wurde was getan, es wird weiterhin was getan und jedes Bundesland hat zumindest mal im Wald des jeweiligen Bundeslandes zum Teil großartige Konzepte, wie man mehr Biodiversität und mehr Naturschutz in die Fläche kriegen kann, ohne große Schutzgebiete ausweisen zu müssen. Jetzt spricht nichts dagegen, auch große Schutzgebiete zu haben. Ich persönlich bin zwar der Meinung, dass das dann auch irgendwann mal genug sind, aber
die, die vorhanden sind, machen schon Sinn. Ja? Und wenn dann irgendwo mal wieder eine schützenswerte Situation entsteht, dann hat die auch logischerweise ein Schutzgebiet entsprechend verdient. Ja? Aber so, jetzt. Wichtig ist vor allen Dingen und zukunftsfähig ist vor allen Dingen ein Naturschutzkonzept, was auf der Fläche parallel zur Bewirtschaftung stattfindet. Der Käseglockennaturschutz der Vergangenheit, als der Naturschutz populär wurde, im Sinne von, da machen wir jetzt die Käseglocke drüber, niemand darf da mal rein und wir machen da gar nichts mehr und dann kann sich dann die Natur natürlich entwickeln. Der hat schon seine Berechtigung und es gibt viele Flächen, wo das auch so Sinn macht. Das wird aber nicht mehr in Zukunft sein, noch weitere Käseglocken aufzubauen, sondern wir brauchen ein integratives Konzept. Und diesbezüglich gibt es sehr, sehr tolle Ansätze, von deren Existenz ich beim Herrn Wohleben auch noch nie was gehört habe. Das muss jetzt nicht heißen, dass er das nicht weiß. Vielleicht sagt er das auch irgendwo, wo ich es noch nicht gehört habe. Weiß ich nicht. Aber jedenfalls zumindest beim Lanz-Interview erwähnt das nicht. Nämlich Trittsteinprinzipien, Trittsteinmodelle. Es gibt Leute, die finden die ganz toll, es gibt andere, die finden die nicht ausreichend. Es gibt aktuelle Untersuchungen, zum Beispiel, die sehr diese Sache unterstützen. Sehr, sehr, sehr aktuell in der gerade aktuellen AFZ, das ist die Allgemeine Forstzeitung, eine der Publikationen, wo aktuelle Forschungsergebnisse der Forstwissenschaften sehr gerne abgedruckt werden, ist auch in diesem Fall so. Und da steht nämlich drin, mehr oder weniger, dass ein paar Kollegen von mir herausgefunden haben, dass es nicht so sehr auf die riesige Menge von Totholz ankommt, sondern viel entscheidender, das ist jetzt nur eine Einzelstudie und das wird man noch überprüfen müssen. Und vielleicht ist da auch dann bei längerer Überprüfung nicht so viel dran wie jetzt gerade. Der Fairness halber sage ich das mal dazu, weil eine Studie ist keine Studie. Aber nichtsdestotrotz ist es ein interessanter Ansatz und eine interessante Sache, über die man mal nachdenken kann. Nämlich, es kommt nicht so sehr darauf an, dass da 18 Festmeter Totholz auf einem Haufen liegen, sondern dass die aus verschiedenen Hölzern bestehen. Man kann also durchaus mit wenig Totholz eine sehr starke Biodiversitätsanreicherung erreichen, indem man eben diverses Totholz hinschmeißt. Weil verschiedene Pilze, insbesondere die Holzzersetzer, auf verschiedene Hölzer durchaus unterschiedlich reagieren und damit jeder tote Baum, je nachdem welche Baumart das gewesen ist, andere Holzzersetzer und andere Bewohner des Totholzes mit sich bringt als andere Arten. Zumindest zum Teil. Es gibt natürlich auch wieder Generalisten. Das macht alles sehr viel Sinn. Und das Vorhandensein, einfach nur mal das Vorhandensein von denen, ist also nicht so sehr von der Totholzmenge abhängig. Was eine gute Nachricht eben jetzt ist, wie gesagt, wenn es dann sich als reproduzierbar, als Forschungsergebnis, als reproduzierbar und objektiv reproduzierbar erweist, dann ist das prima, weil dann wäre das ein weiterer Schritt in Richtung, diese Trittsteinkonzepte könnten funktionieren. So, was ist jetzt so ein Trittsteinkonzept? Das ist folgendes. Wir nehmen irgendeine kleine Waldfläche, zum Beispiel die, in der ich hier hocke, das ist hier jetzt nicht der Fall, aber man könnte jetzt mal so tun, als ob, und sagen, okay, hier wählen wir irgendeinen Baum aus, den da von mir aus, und der besonders ökologisch wertvoll ist, ist der jetzt nicht, ja, aber nur zu Beispielzwecken. Und sagen, das ist jetzt ein Habitatbaum. Dann malen wir da meinetwegen noch ein Haar drauf oder irgendeine andere Markierung oder auch keine, damit dann auch keiner hingeht und da Unsinn anstellen kann. Zu viele Markierungen im Wald holen einem auch die Aktivisten in den Säl bringen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls, wir nehmen jetzt mal spaßeshalber den und sagen, das ist jetzt ein Habitatbaum und machen aus dem dann, weil ein Habitatbaum da steht, eine sogenannte Habitatbaumgruppe. Und das heißt, um den Habitatbaum machen wir meinetwegen einen 10 Meter Radius, das ist je nach Bundesland immer mal wieder ein bisschen unterschiedlich. Und in diesem Radius machen wir halt nichts. Das heißt, dieser Baum selber und alles, was um ihn herum steht, darf so alt werden, wie es möchte, darf vor sich hin verrotten und ist so eine Miniatur-Urwaldzelle, wenn man so will. So, und jetzt kann man sich prima streiten, wie oft man das macht und in welchem Abstand man diese Habitatbaumgruppen hinstellt. Was man in jedem Fall auch noch braucht, ist dann größere Rückzugsorte, wo die Tiere dann eben auch größere Tiere vor allen Dingen Rückzugsräume finden können. Auch Strukturen und Entwicklungen im Pilzreich oder bei den Insekten, die einfach ein bisschen großflächigere Strukturen brauchen, dann stattfinden können. Ja. Es sind zwar immer noch nicht die Entwicklungen, die ganz große Strukturen brauchen. Da sind wir dann tatsächlich bei der Notwendigkeit eines Nationalparks. Ich sage ja nicht, die braucht es nicht. Ne? Aber wir kriegen damit schon ganz, ganz viel und vor allen Dingen
zu sehr kleinen Kosten hinsichtlich der Produktivität, also reine Holzproduktionsproduktivität von Waldökosystemen, sehr geringen Kosten, eine sehr hohe Anreicherung an Biodiversität auf die Fläche. Insbesondere wenn wir bei der Auswahl unserer Habitatbaumgruppen verschiedene Baumarten nehmen, die dann irgendwann zusammenbrechen. Wie gesagt, diese Zahl auch nicht zu klein machen und eben diese Refugien noch mit ins Boot holen. Jetzt, was ist nochmal so ein Refugium, damit ich das ein bisschen ausführlicher erklärt habe? Das wäre jetzt zum Beispiel eine Fläche von 100 Hektar, um das mal in den Raum zu schmeißen. Ne? Oder auch so 75 Hektar ist auch schon groß genug. Sagen zumindest die meisten, kann man sich kloppen, aber auch 50 Hektar oder ob es 150 Hektar sein müssen. Sowas um den Dreh, so ganz grob, je nachdem, was da für eine Waldstruktur ist. Zum Beispiel bei mir daheim hat es einen alten Eichenwald, in dem ich häufig auch zum Drehen sitze, der ein solches Refugium ist. Da ist kein Betretungsverbot, das ist kein Naturschutzgebiet, das ist einfach nur ein Wald, der alt werden kann, der nicht umgeschlagen wird, der durch große Totholzstrukturen irgendwann aufweist, in dem dann jede Menge Tiere leben können, in dem Spechte ihre Höhlen bauen können und so weiter und so weiter und so weiter. So, und die gibt es regelmäßig. So, und jetzt darf man vielleicht zumindest über ein paar Generationen hinweg dann irgendwann unseren Tieren zutrauen, dass die in der Lage sind, einen vorwiegend wirtschaftlich genutzten Wald mit einer geringeren, nicht mit keiner, sondern mit einer geringeren Biodiversität zu durchqueren, um das nächste Refugium zu finden, weil die mögen ja ein Stückchen auseinanderliegen, aber die meisten Tiere haben ja auch durchaus große Streifgebiete und bewegen sich wirklich um ihren Geburtsort oder beziehungsweise den Ort, wo sie ihr Streifgebiet selber wählen, sinnvoll drumherum, und sprich, die wählen ihr Streifgebiet ja auch so, dass es eben Sinn macht, und werden, wenn sie dann auf solche Alt- und Totholzstrukturen angewiesen sind, logischerweise ein Gebiet wählen, in dem es sowas auch gibt. Das heißt, die gehen aktiv auf die Suche nach diesen Strukturen. Also das Risiko, dass sie die überhaupt nicht finden. Und diese Trittstein-Idee, dass sie von Habitatbaum zu Habitatbaum bis ins Refugium hüpfen oder eben von Refugium zu Habitatbaum bis ins nächste Refugium zum Genaustausch, ja, ich könnte mir das schon gut vorstellen. Ich glaube, wenn wir denen das nicht zutrauen, dann halten wir unsere Tiere, auch die etwas primitiveren, kleineren, ohne großartige Wirbelsäule zum Beispiel, also Wirbeltiere, sprich Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien, wobei Vögel und Reptilien eigentlich zusammengehören, aber inzwischen, egal, sind alles Dinosaurier, wurscht. eben auch die kleinen Insekten und so weiter und so fort sind sehr wohl in der Lage, größere Strecken zurückzulegen und auch gezielt zurückzulegen. Und vor allen Dingen werden sich ja dann auch recht schnell die durchsetzen, die darin eben besonders gut sind. Die Natur passt sich einem solchen neuen Lebensraum, der eben mit einer gewissen Segmentierung einhergeht, ganz gut an. Ja? Natürlich wäre es schöner, das überall gleichmäßig überall zu haben, aber dann haben wir ein Problem, weil wenn da irgendwelche alten, vor sich hin modernden Bäume rumstehen, dann kannst du drumherum eben auch nichts fällen, weil dann besteht das Risiko, dass das alles irgendwie Mikado-artig zusammenbricht und dann bist du tot als derjenige, der da was fällt. Und da wir ja eben schon gelernt haben, dass wir mehr von Hand fällen werden in Zukunft und weniger mit der Maschine, mit dem schönen Stahlkäfig, wo haben wir das Ganze wunderbar überlebt, jedenfalls nicht, wenn es nicht eine Kalamität ist, wenn alles durch einen Sturm zusammenbricht, dann kommt man hinterher gerne mit der Maschine und dann ist es auch angemessen, weil es wäre viel zu gefährlich. Und ich will nicht, dass dich da irgendjemand sinnloserweise, wenn es nicht notwendig ist, in Lebensgefahr begeben muss. Jeder Forstwirt sollte das Recht haben, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder nach Hause zu kommen, nachdem er beim Arbeiten gewesen ist. Also das ist mir schon wirklich persönlich ein echtes Anliegen bei aller Liebe zur Natur und allem Naturschutz. Die Leute, die im Wald tätig sind, sollten sicher nach Hause kommen können. Ja? Zumindest soweit es möglich ist. Mit einem gewissen Restrisiko ist die ganze Sache sowieso verbunden. Und eben da kommen jetzt unsere Habitatbäume ins Spiel, die halt auch ganz schnell zum sogenannten Witwenmacher werden können, wenn dann der Forstwirt halt nicht nach Hause kommt. Ja, dann haben wir wieder mal eine Witwe mehr, gegebenenfalls, sofern er verheiratet gewesen ist. Gut, das ist also wirklich ein Thema und das funktioniert bisher erstaunlich gut, und die Zahlen geben uns schon recht, dass auch die Menge von Totholz in den Wäldern weiter zugenommen hat.
Zu Recht dürfen so Leute wie Knut Sturm, um mal eine weitere Person aus dem Wohllebenumfeld, das darf ich jetzt denke ich schon so sagen, weil das ist ja schon irgendwo, zu nennen, die haben im Lübecker Stadtwald in diesem Fall gigantische Mengen Totholz rumliegen mit allen damit einhergehenden Vorteilen. Das ist großartig und das ist auch ganz toll. Und natürlich können wir das auch auf vielen Wäldern sicherlich so übernehmen und wir können auch auf jeden Fall noch mehr Wälder, die solche Totholzmengen aufweisen, gebrauchen. Ja? Das steht überhaupt nicht zur Debatte, selbstverständlich. Aber eben auch nicht nur, weil das dann doch die Art der Bewirtschaftung ein wenig einschränkt. Auch die Baumart, mit denen bewirtschaftet wird, wird dadurch entsprechend eingeschränkt. Das ist beim Lübecker Stadtwald zum Beispiel fast ausschließlich Buche, soweit ich informiert bin. Wer es besser weiß, darf mich gerne korrigieren. Und ja, das schränkt das Ganze schon sehr stark ein. Damit sind wir übrigens auch beim Thema, ja, was ist denn eigentlich jetzt so toll an der Buche und wo sind die Grenzen der Buche und warum machen wir nicht ganz viel mit Buche, wie es eben auch der Herr Wohleben oder der Herr Knut Sturm oder andere Leute eben aus diesem Umfeld so propagieren. Wir müssen uns ganz klar sein, dass Buche, das kann ich nicht oft genug sagen, vom Holz her sehr schwierig ist. Das ist im Prinzip ein sehr hochwertiges Holz, ist auch sehr fest, hat aber blöde technische Eigenschaften und schwindet und arbeitet sehr stark. Heißt, wenn sich die Feuchtigkeit im Holz ändert, dann ändert sich auch die Form des Holzes. Und das ist für tragende Konstruktionen eigentlich sehr unbrauchbar, weil damit die ganze Konstruktion zusammenkrachen kann. Aus einem Buchenstamm lässt sich nicht wirklich ein Brett in einer brauchbaren Qualität sägen. Man muss immer sehr feine, sehr kleine Stückchen absägen, die dann in irgendeiner Form zusammenkleben. Einfachste Formen sind Platten von Furnier. Also sprich, man schält den Stamm wie mit einem riesigen Bleistiftanspitzer und klebt dann die Bretter, die aus dem Bleistiftanspitzer rauskommen, also den Bleistiftanspitzdreck, den man aus der Schule noch kennt, die klebt man dann flächig zusammen zu einem großen Brett. Ja? Und das ist dann dadurch, dass sich die Eigenschaften der einzelnen Schichten dann so ein bisschen gegenseitig wieder aufheben, wenn man es richtig gemacht hat, ist das dann super stabil und lässt sich auch prima als Holzwerkstoff entsprechend irgendwo einbauen. Und damit kannst du dann auch wieder Opernhäuser bauen. Blöd nur, du musst erstmal diese ganzen Verarbeitungsschritte, bis das soweit ist, nochmal durchführen. Ja, und das ist weniger ressourceneffizient, allein schon wegen dem genutzten Klebstoff, der zwar auch Biokleber in Anführungszeichen ist. Aber trotzdem, du brauchst viel mehr Ressourcen, du brauchst mehr Zeit. Du brauchst mehr Energie, du musst das Ganze dann noch trocknen und brauchst mehr Maschinen im Einsatz und. Und das Resultat ist am Ende deutlich, deutlich teurer, als wenn du einfach einen Baum nimmst, schneidest den um, fräst dir den Balken, den du haben willst, raus, baust den irgendwo ein, fertig. Ja, überspitzt dargestellt, dann muss noch trocknen und so weiter. Aber ja, im Grunde ist eine Fichte, eine Tanne, eine Douglasie auch aufgrund ihrer Form, schön gerade, vergleichsweise einfach abzuschneidende Äste, super lang nutzbarer Stamm bis kurz unter die Krone, das ist wirtschaftlich schon toll. Ja? Also auch für Leute, die einfach gerne mit dem Material Holz arbeiten, die werden verstehen, dass das damit prima funktioniert. Weiterer Grund, weshalb wir mit diesen Buchenwäldern ein bisschen vorsichtig sein müssen, ist dann vor allen Dingen auch der, dass wir nicht genau wissen, wie klimastabil die Buche denn jetzt nun eigentlich ist. Und es gibt halt eben leider schon sehr viele Beispiele, wo Buchenwälder auch wirklich abgestorben sind im größeren Umfang, insbesondere die alten Buchen. Dazu kommen wir nachher nochmal ein bisschen separat. Und ja, da ist es dann aus meiner Sicht tatsächlich für die Neubegründung von Waldbeständen, für den Erhalt des Waldes schlauer, sich nicht unbedingt daran zu orientieren, was der Wald tun würde, wenn es keinen Klimawandel gäbe, sondern vielleicht dann doch ihn ein bisschen im Vorfeld, weil er selbst zu langsam sein könnte, um sich auf diese enorm schnelle Veränderung anzupassen, schon mit mehr Optionen auszustatten. Sprich, wir pflanzen nicht nur eine Baumart, auch nicht nur zwei, sondern drei oder vier. Ja? Je nachdem, wie groß die Fläche ist, auch viel, 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 viel mehr. Nur halt eben dann nicht unbedingt mehr als vier auf einen Hektar. Das wird dann irgendwann, das,
funktioniert nicht. Ja? Man könnte jetzt denken, oh ja, das ist doch super, dann pflanze ich 20 Bäume bei mir in meinen Waldgarten, in Anführungszeichen, die kommen nicht alle zusammen miteinander klar. Das gibt's nicht. Ja? Auch natürliche Wälder, die bei uns so vorkommen, die haben, wenn jetzt nicht irgendwelche standörtlichen Besonderheiten wie ein Bach drin sind, dann haben sie am Bach andere Bäume als abseits vom Bach und so weiter. Aber wenn es jetzt eine ein und dieselbe Fläche ist, also ein und derselbe Hang meinetwegen, dann haben die an diesem Hang, wenn es das ganz Artenreiches ist, vielleicht 4, 5 Baumarten. Ja? Sonderstandorte eben ausgenommen. Super trockene Hänge, wo der Wald an der Existenzgrenze, seiner Waldexistenzgrenze hängt und solche Sachen. Da kriegst du dann auch noch mal deutlich mehr Baum- und Straucharten auf die Fläche durch kleinräumige Differenzierung, kleinräumige Wasserunterschiede. Das sind Sonderstandorte, die sind selten. Die sind auch dann selten, wenn es uns nicht gäbe, wären die immer noch selten. Irgendwelche Abbruchkanten von einem Felsen und solche Späße. Das gibt es nicht insgesamt so viel. Ja? Also das spielt auch noch mal eine Rolle. Jo, so viel zum Thema Naturschutz und Biodiversität. Das lässt sich eben sehr schön in die Fläche integrieren. Ich sehe nicht die Notwendigkeit, insbesondere nicht, da wir Holz als Baustoff eben nun mal benötigen werden, jetzt im riesigen Umfang Wälder stillzulegen. Auch nicht, und das habe ich auch mal woanders ausgerechnet, wenn ich dran denke, verlinke ich es euch, in Anbetracht dessen, dass Wirtschaftswälder nach dem aktuellen Forschungsstand und nach der Meinung, nach einer kleinen Mehrheit der meisten in diesem Bereich Forschenden tatsächlich bei Bewirtschaftung und bei hinterher hochwertigem Einbau des Holzes in langlebige Dinge wie Häuser, Schwimmbäder und ähnliches mehr CO2 speichern als ein vergleichsweise unbewirtschafteter Wald. Und wenn wir schon sagen, wir nehmen einen bewirtschafteten Wald, dann speichert der umso mehr CO2, je schneller da die Bäume wachsen und je schneller sie irgendwo eingebaut werden. Ja? Also ein Mittelding von nur ganz wenig Bewirtschaftung und ansonsten ganz viel selber wachsen lassen, das ist vielleicht die schlechteste aller Lösungen. Also entweder machst du wirklich gar nichts, oder du guckst auf Produktivität und bindest das CO2 in eingebauter Form. So, und letzteres hat halt den großen Vorteil, dass dann das CO2-haltige Holz Stahlträger ersetzt, Beton ersetzt, Plastik ersetzt, was weiß ich, was alles man da noch so einbauen könnte, alternativ in Häuser, das alles ersetzt wird. Das ist nicht nur deswegen gut, weil dann eben die jeweils nicht produziert werden müssen, sondern der Produktionsaufwand für einen Holzbalken, habe ich ja schon gesagt, besteht im Schneiden aus dem Stamm im Idealfall und fertig ist er. Ja. Das ist also für jeden Bereich des nachgelagerten Lebens, wenn wir mal über den Wald hinaus gucken, in alles andere, was in unserer Gesellschaft eben auch eine Rolle spielt und was wir nicht einfach wegignorieren können, weil wir sagen, wir gucken uns nur den Wald an und ignorieren den Rest, wird das schwierig. Ja. Das wird dann wirklich, wirklich schwierig, auf Holz zu verzichten. Und auf diesem Wege kriegen wir beides bei gleichzeitig dem Erhalt eines intakten Waldes, der diese Bezeichnung auch durchaus verdient. Und auch wenn er offiziell nicht so heißt, sobald er bewirtschaftet wird, das ist aber eine reine Definitionsfrage. Und ich finde das auch immer furchtbar, wenn sich dann Leute darüber echauffieren, wir haben gar keine Wälder mehr, wir haben nur noch Forste. Ja, weil mal irgendjemand definiert hat, dass ein Wald, sobald er bewirtschaftet wird, zum Forst wird. Na und? Ja, dann definieren wir es halt wieder zurück und sagen, er muss so und so naturfern sein, um ein Forst zu sein und ansonsten ist er wieder ein Wald. Das ist eine reine Definitionsfrage. Da kann man sich also wirklich, damit kann man auch nicht wirklich argumentieren. Ja, das ist meiner Meinung nach. So, ja, also in die Richtung jedenfalls so ein paar Punkte. Dann, ich mache mal schnell die Frage mit der Albedo. Die Albedo, beziehungsweise der Kommentar mit der Albedo. Ich hatte irgendwo mal als Beispiel gebracht, dass bei Vergrößerung der Waldfläche, dass man also als einzige Maßnahme zum Stoppen von Klimawandel, zum Stoppen von alles wird schlechter auf der Welt, die Waldfläche vergrößert. Da habe ich mal als ein mögliches Argument dagegen tatsächlich die Veränderung der Albedo genannt. Das scheint einem bestimmten Kommentareschreiber ganz besonders aufgestoßen zu sein. Der kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Tatsächlich ist die Albedo eine Kraft, die durchaus, beziehungsweise eine Einflussgröße, nennen wir es mal so, die sehr wohl auf die klimatischen Geschehen auf dem Planeten einen großen Einfluss hat. Ob jetzt ein kleines Land wie Deutschland seine Waldfläche von knappen Drittel, inzwischen weniger, aber
von früher einem knappen Drittel bis hin ja, auf, sagen wir mal, 40% oder meinetwegen 42% mehr ist einfach Quatsch. Mehr wird sich niemals umsetzen lassen. Ne? Ich halte auch schon diese 40% bzw. 42% für nahezu unmöglich. Ja? Politisch wird es sowieso nicht passieren, technisch sehr schwierig. Wie dem auch sei, jedenfalls angenommen, wir machen jetzt mal 40%, ja? Dann hat das natürlich für die globale Bewaldung und damit für die globale Albedo, Albedo ist nämlich insbesondere im globalen Zusammenhang wichtig, einen geringen Einfluss, zugegeben, ja. Aber ich wollte mit dem Beispiel, also das stimmt schon, ja? Ich wollte mit dem Beispiel aber auch eher mehr einfach nur, um mal irgendwas genannt zu haben, weshalb nicht unbedingt zwingend immer mehr Bäume pflanzen, nicht immer automatisch besser fürs Klima ist. Ja, es gibt da also eben so ein paar Fälle, beziehungsweise einzelne Einflussfaktoren, die da dem Ganzen eher entgegensprechen. So, wer jetzt den Zusammenhang gerade nicht mehr hinkriegt, Albedo ist das Reflexionsvermögen einer Oberfläche, und zwar das Lichtreflexionsvermögen. Je höher die Albedo, sagen wir mal, die ist 100%, dann kommt der Lichtstrahl angeschossen auf die Erdoberfläche, die hat 100% Albedo und der Lichtstrahl macht Piu! Und geht wieder ungebremst, ohne irgendwelche Energie dazulassen, direkt zurück ins Weltall und ist vollständig wieder weg. Das heißt, hätten wir die Fläche mit Albedo 100%, die Möglichkeit, diese massiv zu vergrößern, würden wir mal unabhängig vom CO2-Gehalt der Atmosphäre einen ziemlich großen Anteil, wenn wir die Fläche auch ziemlich groß vergrößern, von einkommender Solarstrahlung direkt wieder loswerden. Also theoretisch, das können wir nicht wirklich beeinflussen jedenfalls, schwierig, ne? Und manche Leute forschen da auch noch dran. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Forschungsfeld. Aber theoretisch ist das eine sehr wirkmächtige Geschichte. Ja? Wenn wir also einen Großteil der einkommenden Energie auf der Erdoberfläche gar nicht erst hier behalten, sondern direkt wieder wegschicken, das ist schon ein Thema. Ja? Und das ist deswegen übrigens auch ein großes Thema gewesen in der Fachwelt, weil die Schweizer, schon wieder, in Zürich, das sogenannte Kauter, schwer auszusprechen, Lab, das ist ein Team um den gleichnamigen Wissenschaftler, die haben eine großartige, super spannende und sehr divers diskutierte Studie rausgegeben, in der sie mittels moderner Algorithmustechniken und Satellitenforschung und ja, so in die Richtung geht's, Fernerkundung festgestellt haben und auch eben durch Luftbilder, wo sie einen Filter über den Satellit gelegt haben, dass der photosynthetisch aktive Strahlung sehen kann. Also sprich, du guckst einen Wald an und siehst in dem Bild, wie viel Photosynthese wird denn hier gemacht. Und du guckst dir irgendeine andere Landschaft an und siehst, wie viel Photosynthese wird denn hier gemacht. Und aus der Rate der Photosynthese kannst du dann logischerweise auch die CO2-Speicherung rückgekoppelt irgendwie errechnen. So, und jetzt kannst du dir angucken, Waldlandschaft, nicht Waldlandschaft. Und dann kannst du berechnen, wenn wir jetzt mehr Waldlandschaft hätten, wie besser wäre dann die Photosyntheserate, ergo die CO2-Bindung und. So, und in diese Richtung geht das. Und das haben die gemacht für die gesamte Erdoberfläche. Und sind zum Ergebnis gekommen, dass wir den Klimawandel mehr oder weniger vollständig aufhalten, beziehungsweise das anthropogen zusätzlich verursachte CO2 mehr oder weniger komplett kompensieren können, wenn wir die Waldfläche um so und so viel erhöhen. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf. Es war eine große Zahl, es war aber eine theoretisch zumindest vorstellbare Zahl. Und das ist ziemlich sensationell gewesen, weil eine derart einfach in Anführungszeichen alternative Lösung zu der Verzichtvariante, sprich weniger Autofahren, weniger Fleisch essen, weniger sonst was, einfach weniger CO2 produzieren, hat es bis zu diesem Zeitpunkt so noch nicht gegeben. Jedenfalls nicht so plausibel klingend und so vergleichsweise einfach, also es wären schon riesige Flächen gewesen, ja, aber vergleichsweise einfach umsetzbar. So, und danach hagelte es Kritik, weil erstmal ist das alles so wasserdicht und das hatten sie soweit alles korrekt berechnet, aber eine Einflussgröße, die eben in ihrer Berechnung gefehlt hat, und da kommen wir zurück zur Albedo, war nämlich genau diese.
Ein Großteil der wieder zu bewaldenden Fläche bzw. der zusätzlich zu bewaldenden Fläche wären nämlich Flächen gewesen im borealen Nadelwaldgürtel, die zum Teil auch noch gar nicht bestockt sind, weil alternativ ist da nämlich Taiga und die ist eben 3/4 des Jahres, inzwischen noch vielleicht die Hälfte und bald noch weniger, weiß ich nicht, aber zumindest eine große Zeit des Jahres eben weiß. So, und frischer Schnee, was hat der für eine Albedo? 99%. Heißt, das spielt eine große, große Rolle fürs Weltklima, dass ein Großteil der Flächen, die halt eben auch groß sind, sprich Sibirien, Alaska, Kanada und so weiter, alles große Länder, viel, viel Fläche, viel Erdoberfläche findet da statt, die sind eben weiß. Ja, und die reflektieren damit das Licht und nehmen also quasi nichts auf. Wenn du alternativ da Wälder hinstellst, dann speichern die zwar CO2, aber du verhunzt dir auch die Albedo von eben 99% Reflexion auf vielleicht 30% Reflexion runter. Gut, das ist im Winter ein verschneiter Wald, ist dann nicht ganz so schlimm, aber jedenfalls war das der Hauptkritikpunkt an dieser Studie, dass das eben einen derartig großen Einfluss auf die planetare Albedo darstellen würde, eine derartige Erhöhung der Wälder, dass da der Albedo-Einfluss möglicherweise größer sein könnte. Ich kann das nicht beurteilen, ja, aber das wurde sehr viel diskutiert, als eben der positive Aspekt durch die zusätzliche CO2-Speicherung bei der ganzen Geschichte. Ne? Ist das Bild eigentlich einigermaßen erträglich? Gut, das könnt ihr mir jetzt sowieso nicht sagen, jetzt während ich hier noch hocke. Ja, besser geht's halt jetzt einfach nicht. Ist, mal gehe ich wieder irgendwo unter Kunstlicht. Wobei, hier ist schon schöner. also das war der Hintergrund, weshalb ich dann eben auch in Deutschland bei einer Vergrößerung der Waldfläche zu einer Verschlechterung der Albedo eben mal ein bisschen was erzählt habe. Das ist sicherlich nicht unbedingt so, dass der positive Aspekt von mehr Wald durch den negativen Einfluss, ja, durch die Verschlechterung der Albedo dann vollständig aufgehoben werden würde, zumindest nicht hier bei uns, aber er ist weniger positiv, weil es auch diesen negativen Aspekt gibt. Ja? Also mehr Wald ist nicht nur in allen Punkten gut, sondern hat auch einzelne Negativaspekte. Darauf wollte ich hinaus. Ich weiß nicht, wie deutlich das im Originalvideo geworden ist. Der Mensch, der sich davon irgendwie gestört gefühlt hat, dass ich die Albedo da auspacke, ist wahrscheinlich der Meinung, das ist überhaupt nicht deutlich geworden. Ja? Ansonsten finde ich den Kommentar ein bisschen frech, ja, unschön formuliert, sage ich jetzt mal. Frech ist vielleicht das falsche Wort. Aber da das ja schon ein Punkt ist, über den man diskutieren kann, war das jetzt so, wenn es dann sein muss. Ja. Aber ich bitte um ein bisschen weniger aufgeregte Schreibweise. Das wäre schön. Ja. Man muss sich auch noch mal klar machen, also erstens ist der Umgangston im Internet ja sowieso ein sehr rauer und zweitens, ich kann häufig nicht verstehen, wieso ein geschriebener Text, den man noch mal durchlesen kann, bevor man auf Enter drückt, sofern man noch auf Enter drückt oder auf Senden oder mit der Maus klickt oder wie auch immer ihr das jeweils macht, aber das ist ein geschriebener Text. Ja, das ist nicht so, dass der im Affekt mal ausgesprochen wird, wie wenn ich eben böse Analogien mit Bestseller-Autoren mir mal eben rausrutschen, die mir, wie gesagt, hinterher dann auch ein kleines bisschen leid tun, weil das eigentlich unfair ist. Aber das ist was anderes. Das ist gerade gesprochen. Ja, ich kann das hinterher rausschneiden. Aus Authentizitätsgründen lasse ich sowas aber ganz gerne mal drin, wenn es jetzt nicht was ganz, ganz Schlimmes, Verwerfliches gewesen ist. Bei einem Text ist das was anderes. Ein Text kann man wirklich nochmal überlegen, ob man den so abschickt. Und drum, mir persönlich ist es wichtig, bei Text dann wirklich jetzt nicht, wenn man nicht unbedingt will, dass man aggressiv oder genervt oder ja, so in diese Richtung zumindest klingt, dann finde ich, kann man das auch ganz gut vermeiden. Daher, ja, das ist jetzt vielleicht nicht mein Lieblingskommentar gewesen. Ja, das nur mal so am Rande angemerkt. Natürlich gibt es noch viel Schlimmeres, klar, aber für noch viel Schlimmeres fliegt man dann auch schnell raus. Hm? Das ist mein Kanal. Das ist übrigens keine Zensur, das wäre vom Staat. Wenn der Staat seinen Einwohnern verbietet, ihre Meinung irgendwo kundzutun, das ist eine Zensur. Wenn ich keine Lust habe auf Leute, die unfreundliches Zeug schreiben auf meinem Kanal, dann ist das meine Entscheidung, dass ich diese Lust nicht habe. Und die haben dann das Recht, überall sonst gerne weiterhin ihre Meinung kundzutun, nur nicht unbedingt unter meinen Videos. Das sind nämlich meine. Meine Diskussionsseite. So.
Dann wollte ich nach der Albedo-Geschichte jetzt nochmal drauf eingehen. Was ist denn mit Fichtenwäldern, die gefällt werden oder die vom Borkenkäfer zusammenbrechen? Wachsen dann wieder automatisch Fichten oder wachsen dann nicht wieder automatisch Fichten? Dazu kam auch nochmal eine Nachfrage. Und ja, nee oder auch doch. Das hängt eben davon ab. Ja? Und ich habe ja gesagt, es kommt immer auf den Einzelfall an. Wenn in der Umgebung nur Fichten stehen und du haust ein Loch in einen riesigen Fichtenwald, dann ist die Chance, dass da jetzt, je nachdem wie der Wind auch gerade geht, das hat einen gewissen Zufallsfaktor, dass da jetzt ganz viele Birken, Pappeln und andere Pionierbaumarten angeflogen kommen und tatsächlich hochwachsen, bevor die Fichte es tut, die ist eher gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass da wieder Fichte wächst, ist also sehr, sehr hoch. Hängt auch ein bisschen mit der Höhenlage zusammen, das ist auch korrekt, wurde in dem Kommentar auch korrekt so wahrgenommen. Ja? Also je höher, je näher am natürlichen Verbreitungsspektrum der Fichte, desto eher setzt die sich auch nochmal durch, das stimmt. Gut, aber ja, in so einem Fall wird die Fichte durchkommen. So, und was für Fälle haben wir denn meistens, wo jetzt der Wald fehlt? Ja, das waren große Fichtenbestände. Das sind zum Teil auch wirklich sehr riesige Fichtenlandschaften gewesen. Und da mag jetzt irgendwo nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Birken dazwischen stehen, aber die reichen halt nicht aus, um die komplette Fläche mit Samen abzudecken. Und dann werden da die Samen keimen, die da schon sind. Und das ist eben wieder Fichte. Ja? In einer ohnehin mischwaldreichen Struktur, wo Fichte nur als Insel vorkam und als kleine Insel abgestorben ist, da muss man sich tatsächlich dann keine Sorgen machen, dass in dieser Insel jetzt nur noch Fichte wachsen wird. Da wird voraussichtlich auch Fichte wachsen, so verjüngungsstark ist in den allermeisten Fällen schon, aber nicht nur. Und damit hat sich das Thema dann auch schon erledigt. Da kann man dann in der weiteren Waldpflege später irgendwann die Fichte möglicherweise ein bisschen zurücknehmen, irgendwas anderes fördern, was da sonst noch hochgewachsen ist. Und an solchen Fällen kann man da ganz gut mit Naturverjüngung arbeiten und muss da nicht unbedingt was Zusätzliches pflanzen. Und ja, da geht's. Ja, da schon. Auch geht es natürlich bei einer Fichtenfläche, die direkt an einen Buchenwald angrenzt oder die direkt schon Buchen drunter hatte oder eine wo der Buchenvoranbau, also wenn man Buche unter Fichte pflanzt, dann ist das Buchenvoranbau schon passiert ist. Da wird sich dann auch nicht die Fichtenverjüngung derart stark etablieren, dass man sich dann Sorgen machen müsste, dass eben kein anderer Baumart mehr aufkommt. In solchen Fällen alles jeweils nicht. So, aber da jetzt die Freiflächen, die wir jetzt haben, nicht generell eine Freifläche verfichtet, nicht zwingend. Die wir aber jetzt haben, sind große, überwiegend große Freiflächen nur von Fichte in einer fichtenreichen Landschaft mit ganz viel Fichte. Und die Chance, dass sich da dann wiederum Fichtenwälder bilden, die ist sehr, sehr hoch anzusehen. Auch wenn, wie gesagt, in Einzelfällen durch passende Winde und ein vorhandenes Birkenwäldchen, Pappelwäldchen oder ähnliches in der näheren Umgebung, die haben potenziell großes Ausbreitungspotenzial, auch über viele weite Entfernungen, dann kann das mal klappen, aber das können wir vorher nicht wissen. Und je länger wir warten und hoffen, dass dann doch noch irgendwelche Birkensamen da angeflogen kommen, desto Fichte. Ja, beziehungsweise desto möglicherweise auch Brombeere und sonstiges Zeug, was da erstmal dafür sorgt, dass gar kein Wald hochwächst. Und dann haben wir nämlich ein ganz, ganz großes Problem. Wenn wir also so eine Fläche, sagen wir jetzt, sich selbst überlassen und es geht schief, ich kenne für beides wunderbare Beispiele. Ja, für Fläche sich selbst überlassen, alles scheiße. Für Fläche sich selbst überlassen, alles wunderbar. Ja, also ich kann dir, wie gesagt, für jedes Beispiel, jedes Extrem, für viele Dinge dazwischen gibt es Beispielbilder. Ich kenne den Durchschnittszustand nicht. Meines Wissens gibt es jetzt auch keine Studie, die irgendwie besagt, durchschnittlich besteht eine Wahrscheinlichkeit von 67,3%, dass das wächst, von 57,2%, dass das wächst und so weiter und so fort. Es kommt immer auf den wirklich ganz konkreten Einzelfall an. Es spielt eine Rolle die Hangexposition, die Feuchtigkeit, die Nähe zum Gewässer, die Nähe zum nächsten Samenbaum, der Zustand, in dem die Fichte abgestorben ist. Hat sie vorher noch mal fruktifiziert oder hat sie es nicht? Und. Da gibt es also wirklich unzählige Einflussfaktoren, die man im Hinterkopf behalten muss. Wenn wir also jetzt sagen, wir machen nichts und es läuft doof, dann kriegen wir da halt eben eine verbuschende Fläche,
in der junge Bäumchen sehr, sehr lange brauchen, bis sie aus dieser verbuschten Landschaft, in der man auch nicht wirklich vernünftig pflanzen kann, weil man da kaum durchkommt. Man könnte es schon, man kann da schon die Forstwirte reinschicken, die kriegen das auch hin, aber dann sind sie lange beschäftigt und kosten viel Geld und können nicht woanders eingesetzt werden. Und Forstwirte sind derzeit gerade Mangelware in Anbetracht der vielen Flächen, auf denen man eigentlich was unternehmen müsste. Ja? So, und da kann es also im schlimmsten Fall passieren, dass die Fläche mehr oder weniger 20 Jahre aus der Bestockung raus ist oder auch 30 Jahre aus der Bestockung raus ist. Auch sowas kann es geben, kleinräumig, manchmal auch großräumig und manchmal das genaue Gegenteil. Aber das wissen wir vorher nicht. Es ist also super, super schwierig, sowas einzuschätzen, weil es eben auch von der Windrichtung abhängt, die wir nicht vorhersehen können, wie viel Birkensamen angeflogen kommen, zum Beispiel Birke. Ja, nochmal. Gut. Und wenn wir 30 Jahre verlieren und erst danach das Holzwachstum wieder langsam anläuft, dann ist das jetzt im ersten Moment so, naja, dann stehen da halt mal 30 Jahre keine Bäume. Haben wir noch genug. Ja? Das Problem ist jetzt in der Generationengeschichte zu sehen. Und Generationenwirtschaft ist im Wald ganz, ganz wichtig. Wenn wir nämlich heute irgendwelche Bäume zum Fällen haben, dann haben wir die deswegen, weil vor, ja, je nachdem wie alt die sind, 80 Jahren, meinetwegen, jemand auf die Idee gekommen ist, jo, ich fäll jetzt die Bäume mit meinetwegen 80 Jahren, die vor 80 Jahren hier jemand hingestellt hat. Ja, oder dafür gesorgt hat, dass die gut wachsen oder gepflegt hat, damit sie jetzt besonders wertvolles Holz haben und, und. So. Und dafür gehe ich jetzt freiwillig hin, mache nicht das, was wir Menschen üblicherweise tun und nehme alles mit, was ich kriegen kann und kümmere mich einen Scheiß dann drum, wer danach mir kommt, sondern ich gebe jetzt Geld aus und pflanze hier wieder was hin, damit in 80 Jahren irgendwer anders, den ich bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mehr, mehr erlebe, dass der geboren wird, wenn es dumm läuft, je nachdem wie alt ich gerade beim Pflanzzeitpunkt bin, da auch wieder was umschneiden kann und wieder Holz hat. Ja? Und das ist dieser Grundsatz der forstlichen Nachhaltigkeit, dass du eben nicht nur auf dich selbst guckst, oh, ich kann ja Bäume fällen, mir doch egal, was die nach mir machen, sondern eben dich auch um die nachfolgenden Generationen, dass die auch Bäume zum Fällen haben, kümmerst. Und darum ist es für einen Förster, der mit diesen Gedanken, diesen Gedanken mit der akademischen Muttermilch aufgesogen hat, ist das wirklich furchtbar, wenn er weiß, dass in, na, sagen wir mal 70 Jahren, irgendjemand im Wald steht und weiß, er muss jetzt noch 30 Jahre warten, bevor er hier einen Baum fällen kann. Und dann entsteht also eine Periode, in der Holz massiv fehlen wird. Und zwar Holz von der Waldfläche der Größe des Saarlandes, nämlich das, was jetzt fehlt. Also im krassesten Fall natürlich. Ja, ganz so schlimm wird es nicht sein. Aber trotzdem eine riesige Menge Holz wird dann eben in 40 Jahren nicht in 70 Jahren noch weitere 30 Jahre brauchen, um verfügbar zu sein. So rum. Ja? Das heißt, wir verlieren wirklich, was wir jetzt nicht aufforsten, das bezahlen die, die nach uns kommen. Und das ist in einer, eben in der forstlichen Denke, ist das eine ganz, 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 ganz schlimme Sache. Diese Regel, wenn du was nimmst, pflanzt du auch wieder was hin oder guckst, dass da zumindest was wächst. Ja, kannst auch Naturverjüngung, wie gesagt, nutzen, aber du kümmerst dich drum, dass die, die nach dir kommen, auch wieder was haben. Das ist der Grund, weshalb wir überhaupt noch Wald in Deutschland haben. Ja? Weil sich dieses Konzept durchgesetzt hat, auch wenn das bedeutet, dass man eben nicht nur an sich selbst denken muss, sondern eben auch an die nachfolgenden Generationen, war damals revolutionär, hat bis zu diesem Zeitpunkt kaum jemand in dieser Form gemacht. Das wurde so im Wald erfunden, dieses Generationendenken. Und das ist ein derartig eisernes Gesetz für die Waldbewirtschaftung, dass das richtig, richtig wehtut, wenn man Flächen eben nicht schnell wieder in die Bestockung bringen kann, weil wer weiß, was in 70 Jahren für sonstige Rohstoffe zur Verfügung stehen. Vielleicht wird man wahnsinnig froh sein, um jedes bisschen Holz, was man da noch umschneiden kann, ohne den Wald als solchen vollständig zu vernichten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass natürliche Ressourcen in 70 Jahren eine sehr große Rolle spielen werden und die Leute froh sein werden, je mehr sie davon haben, desto besser wird es für die sein. Ja, und drum, gerade weil wir ja auch jetzt gelernt haben, eben mit der ganzen Verschiebung von, ach, Klimaschutz brauchen wir noch nicht, ach, da ist ja noch so viel Zeit, nachdem wir das ja schon gründlich verkackt haben, um es mal deutlich zu sagen, wäre es doch vielleicht ganz schön, wenn wir zumindest die Bereitstellung von der nachwachsenden Ressource Holz nicht auch entsprechend versemmeln würden. Und daher kann ich mir nicht vorstellen, dass eine gute Idee ist, grundsätzlich zu sagen, Kahlfläche, oh, da machen wir nichts. Da gönnen wir der Natur eine Pause. Da machen wir nichts. Ja,
Irgendwelche historischen Aufnahmen von Herrn Wohleben werden dann in 70 Jahren wahrscheinlich ihn zu einer nicht unbedingt beliebten Person möglicherweise machen, sollte das tatsächlich dazu kommen, dass es dann zu einem großen Holzmangel führt. Na? Übrigens, was wir in Deutschland nicht machen und was wir in Deutschland nicht an Holz produzieren. Ich glaube nicht, dass das bedeuten wird, nur dann hat man halt später weniger Holz, dann muss man halt ein bisschen sparen und mehr recyceln und so weiter. Das werden die dann schon in der Zukunft hinkriegen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch in der Zukunft bedeuten wird, na, dann importieren wir halt aus sonst wo. Ja? Und in sonst wo, und das ist heute so, das wird leider in der Zukunft wahrscheinlich auch nach wie vor ein Problem sein, gibt es eben keine geregelte Forstwirtschaft. Eine perfekte Forstwirtschaft haben wir auch nicht, aber geregelt ist sie schon. Ja? Und illegale Einschläge gibt es in Deutschland so gut wie gar nicht, wenn es jetzt nicht mal wirklich ein ganz kleiner, also vielleicht, ne, vielleicht so viel, ja? Wenn es mal ganz dumm läuft. Aber dann sind es auch so viel Flächen. Ja? Also das kann man vernachlässigen. Überall sonst auf der Welt, jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in Frankreich, aber ja, in halt anderen Ländern, ohne das in irgendeiner Form abwerten zu meinen, die sind wunderschön und haben viele Probleme, die wir nicht haben. Nicht so rum, ja? Also haben auch ganz andere Lebensbedingungen, die auch teilweise sehr reizvoll sein können. Und ich möchte in keinster Weise ein bisschen ja, weniger entwickelt, in Anführungszeichen, Länder in irgendeiner Form schlecht machen, aber die haben halt in vielen Fällen wirklich eine ausgesprochene Holzmafia, gerade da, wenn es dann viel Holz gibt und sehr viel menschliche Tragödien, die mit dem Erwerb von Holz zusammenhängen, weil es halt eben auch um Geld geht, sehr viele ökologische Tragödien, die dann dadurch die Übernutzung der Wälder, die ja nach wie vor stattfindet, weiter vorangetrieben werden und da haben wir alle nichts von, insbesondere wenn es jetzt um die Abholzung der tropischen Regenwälder geht, das wird uns allen zum Verhängnis, egal ob wir da jetzt nun wohnen oder nicht. Und wenn wir durch eigenes Holz diesen Prozess ein bisschen weniger schnell ablaufen lassen können, vielleicht sogar, wenn wir dann irgendwann doch nochmal in einer besseren Welt leben sollten, ein wenig sogar aufhalten können, dann wäre das sehr schön. Ja? Und nichts tun bei unseren Wäldern und auf Ressourcen verzichten, die wir haben könnten, weil wir alternativ von woanders importieren können, das halte ich für verantwortungslos. Das hat zwar keiner gefragt, aber ich habe da selber mit mir noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Also mit mir selber diskutiert, im Kopf. Keine Selbstgespräche, nein. Was denn jetzt mit der Sache ist, mit dem Bäume stehen lassen oder Bäume fällen, wenn sie schon abgestorben sind. Ja? Also im Fall von den Kiefernwäldern Norddeutschlands, wenn da der Wald abgebrannt ist, die Kiefern stehen aber noch, sind halt abgestorben, ja, und stehen da jetzt als angekokelte Leiche sozusagen rum. Da gibt es ja jetzt inzwischen einige Beispiele, wo man dann doch festgestellt hat, dass es da besser sein kann, auf die Fläche direkt was drumherum zu pflanzen, um die noch stehenden Bäume und die gar nicht erst umzuschneiden, weil es doch viele Beispiele gibt. Und da kommt übrigens jetzt der Professor Per Ibisch ins Spiel, der da eben in diesem Bereich ganz viel forscht und das eben auch was ist, was der Herr Wohleben dann häufiger auch zitiert, dessen Forschungsergebnisse auf diesen Flächen. Was wir uns da klar machen müssen, ja, es sieht wohl wirklich so aus, als sei da was dran, dass es besser ist, die Bäume stehen zu lassen und drumherum zu pflanzen, dann wachsen die besser an, als wenn man erstmal Tabula Rasa macht und dann hinterher wieder was pflanzt. Ja, die Frage ist auch, was pflanzt man da? Weil auf dem Beispiel Privatwäldern, auf denen dann zum Beispiel Alternativflächen gerne gezeigt werden, wo man wieder Kiefer hingepflanzt hat, nachdem die Kiefer erstmal weggebrannt ist, das ist natürlich blöd. Ja? Und dann ist eine Versuchsfläche, wo man alternativ Pappeln zwischen die abgestorbenen Kiefern gepflanzt hat, natürlich besser. Da sind also so ein klein wenig beschönigende Bilder, ne? So ein bisschen in die Richtung. Ich würde es wahrscheinlich auch so machen, wenn ich da tätig wäre. Und es ist ja schon auch in Ordnung, in der Fachwelt zumindest, für den Laien mag das vielleicht ein bisschen zu viel Beschönigung sein, dass da dann zu viel reininterpretiert wird, was so vielleicht nicht unbedingt ist. Wichtig wäre mir jetzt in diesem Zusammenhang vor allen Dingen noch zu erwähnen, ein abgebrannter Wald ist was anderes als ein vom Borkenkäfer aufgefressener Fichtenwald, wo dann die Fichten abgestorben und entfernt worden sind. Weil da bleibt
zwar mit einigen Verwüstungen, aber da bleibt die obere Bodenschicht, der Humus und so weiter auf der Fläche. Der wird zwar dann schnell abgebaut, aber der ist erstmal noch da und steht fürs weitere Baumwachstum erstmal noch zur Verfügung. Ein junger Baum sollte also keine Probleme haben und erst recht nicht Rohbodenkeimer, die dann aus den entsprechenden Verletzungen durch die umgestürzten Bäume, Bodenverletzungen, also aufgerissene Flächen am Boden, wo dann auch der Mineralboden, sprich die Humusschicht, abgetragen wird und der Mineralboden zum Vorschein kommt, das mögen viele Bäume zum Keimen. Das ist also nicht nur schlecht, das kann auch wirklich das Baumwachstum fördern, je nachdem, welche Baumart man sich anguckt und je nachdem, welche Einzelsituation, auch da wieder, es kommt drauf an, ne, man sich anguckt. Aber es ist was anderes als eine abgebrannte Fläche, weil auf der liegt jetzt erstmal eine riesen Konzentration von Nährstoff in Form von abgebrannten Pflanzen, sprich Asche, die recht schnell in den Boden eingetragen wird und dann einen enormen Nährstoffreichtum zur Verfügung stellt. Stellt man da jetzt rechtzeitig einen Pionierbaum drauf, dann wächst der wie Sau. Fährt man hingegen jetzt den kompletten Wald weg, beziehungsweise schneidet erstmal alles um, reißt die meiste Asche raus, sorgt dafür irgendwelche Schneisen und macht da Tabula Rasa auf der Fläche, dann ist das schon nochmal was ganz, ganz anderes, weil damit dann eben auch viele Nährstoffe, die jetzt eigentlich im Überfluss vorhanden sind, eben ganz schnell zumindest in tiefere Schichten eingetragen werden und für einen jungen, keimenden Baum nicht mehr zu erreichen sind oder tatsächlich auch weg sind und ja, nicht mehr so verfügbar. Das heißt, es ist schon ein großer Unterschied. Und man kann jetzt nicht eine Waldbrandfläche eben 1:1 mit einer Borkenkäfer-Hartz-Kahl-Gefressen-Fläche vergleichen, weil da einfach die Nährstoffeinträge und die Bodensituation, auf der jetzt der neue Wald keimen soll, die sind was anderes. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass ich genau beurteilen kann, dass es nicht auf keiner Fichtenfläche, nicht auf Fichtenflächen gibt, wo es eine gute Idee gewesen wäre, die toten Bäume noch eine Weile stehen zu lassen. In jedem Fall kommt aber eben noch der, wie ich es auch im Originalvideo genannte Faktor, Waldbrand kann hinterher auch noch entstehen dazu. Und zweitens ist das auch immer ein Risiko für die Waldbewirtschaftenden, weil irgendwann muss man auf die Fläche. Und wenn dann immer noch kahle Bäume dastehen, dann sind die bis zu diesem Zeitpunkt, wo man dann doch nochmal auf die Fläche muss, hochgradig gefährlich und können dann sehr schnell über demjenigen, der da gerade tätig ist, zusammenstürzen. Dann geht es wieder eben um Menschenleben und um den Forstwirt, der doch bitte nach Hause kommen soll, sicher abends nach getaner Arbeit. Und das ist mir dann halt auch, wie gesagt, ein großes, großes, großes Anliegen, weshalb ich eben auch kein Fan vom Stehenlassen dieser Bäume bin, auch wenn das in ökologischem Zusammenhang hier und da sicherlich sehr sinnvoll bis zumindest mal hochgradig drüber sprechbar sein sollte. Alte Bäume. Ich habe ja gesagt, wo kriegt man alte Bäume her? Naja, man wartet. Man nimmt einen Baum und wartet und schneidet ihn nicht um und wartet und irgendwann hat man dann einen alten Baum. Frage war so mehr oder weniger, geht es nicht um das Alter des Waldes als solchen, auch wenn da jetzt aktuell gerade gar nicht unbedingt alte Bäume drinstehen? Sehr gute Frage. Ja, wirklich prima. Tatsächlich ist das was ich jetzt zumindest im Rahmen meiner Besprechung eben vom Wohlleben-Interview so nicht angesprochen habe. Vergessen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich habe es jetzt nicht angesprochen. Tatsächlich spielt das schon auch eine Rolle, wie lange ein Wald unter Bestockung ist, unter auch einer gewissen Aufrechterhaltung der Bestockung und sich das Ökosystem, meinetwegen buchendominierter Wald, nicht verändert. Das spielt schon eine Rolle. Und das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist aber tatsächlich das Alter der Bäume, die da gerade jeweils individuell rumstehen. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Lieblingsthema von Herrn Wohlleben, nämlich die Wurzelpilznetzwerke im Buchenwald, uns rausgucken. Übrigens, das ist immer sowas, da wird sofort der Herr Wohlleben erwähnt, wenn dieses Thema besprochen wird. Der hat das genauso zitiert, wie ich das jetzt zitiere, wenn ich da eben entsprechend jetzt mit anfange. Herausgefunden hat das, also wirklich entdeckt, dass diese Baum-zu-Baum-Kommunikation über das Mykorrhiza-Netzwerk stattfindet, hat die gute Susan Simmons, heißt sie, glaube ich. Ja, ich hoffe, man spricht sie so aus.
Heißt sie so? Ja, ich glaube. Jedenfalls, die ist Doktor für tatsächlich auch genau sowas in den USA, in Kalifornien. Und die hat das rausgefunden und seitdem sehr publik gemacht. Das war auch eine ziemliche Sensation, stand in Nature als sicherlich einer der weit verbreitetsten Artikel, die da bisher so gehabt haben. Also wir hatten da schon sehr viele, auch andere sehr weit verbreitete Artikel, so ist das nicht. Aber das war eine ziemliche Sensation. Und das hat damit eben entsprechend auch der Herr Wohle mitbekommen, ich auch. Also, das ist schon auch völlig in Ordnung. Und ja, irgendwie hat es ihm dann sicherlich auch nicht ganz geschadet beim Treppchen zum Ruhm erklimmen, was er ja zweifellos getan hat. Und ja, diese Idee von den eben Bäumen, die miteinander kommunizieren, über die Wurzeln Zeug austauschen, das ist schon nicht ganz irrelevant und es gibt sicherlich Wälder, wo man zumindest mal stark vermuten kann, weil die erstaunlich gut dastehen, gleichzeitig einen eigentlich sehr trockenen Standort haben und alte Buchen aufweisen, die trotzdem nicht abgestorben sind und dann auch noch der Faktor, da gibt es kaum Straßen und kaum zerschnittene Böden, wo dieses Netzwerk eben irgendwie beschädigt ist, dann kann man schon stark vermuten, dass da der Einfluss des sogenannten Mutterbaumes, wie es ja so schön genannt wird, sprich einzelne alte Bäume, die anderen mitversorgen, weil es ihnen möglicherweise besser geht als den kleinen drumherum, da kann man schon davon ausgehen, dass das tatsächlich eine Rolle spielt. Ja? Wie groß die ist, das ist noch alles sehr schwer zu sagen. Also die entsprechende Forschung in dem Bereich steckt noch ziemlich in den Kinderschuhen. Man hat da schon ein bisschen was rausgefunden. Es ist aber wirklich noch zu früh, um jetzt alle Vorgänge, die man im Walde so findet, sofort damit in Verbindung zu bringen, nur weil man jetzt weiß, dass es sowas zumindest mal gibt. Viel mehr, als dass es das gibt, wissen wir dazu aber eben noch nicht. Drum wäre ich da immer sehr, sehr vorsichtig. Aber, so. Wenn wir jetzt also sagen, das ist wichtig und das spielt eine größere Rolle und davon wollen wir jetzt spaßeshalber einfach mal ausgehen, auch wenn wir das noch nicht ganz beweisen können oder widerlegen können wir es derzeit auch noch nicht, das ist ja wirklich noch komplett in der Schwebe und wird noch erforscht, dann spielt schon eine Rolle, dass die Einzelbäume auch tatsächlich in einem alten Alter vorhanden sind, weil einfach nur einen alten Waldboden zu haben und da stehen jetzt derzeit nur junge Bäume drauf, dann kann dieser Mutterbaumeffekt von einzelnen Methusalem-Buchen beispielsweise so eben nicht ausgeübt werden, weil die halt noch gar nicht Methusalem sind. Daher würde ich schon sagen, ein gewisser Anteil alter Bäume im Wald ist schon sehr, 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 sehr wichtig. Ein sehr alter Waldboden kann hilfreich sein. Aber da ich jetzt im Bereich Bodenkunde ja schon ein bisschen fitter bin als in vielen anderen Bereichen der für die Forstwissenschaften relevanten Gebiete, wäre es mir jetzt ziemlich neu, dass mit erholtem Bodenalter bzw. mit super, super lange unbeeinflussten Böden mit immer demselben Ökosystem drauf, daraus ein gigantischer Vorteil für die weitere Bestehen dieser Ökosysteme entsteht. Sicherlich ein bisschen sicherlich, aber ja, schwer zu sagen, ist wirklich ganz schwer zu sagen, müsste vielleicht auch auf jeden Fall noch mehr erforscht werden und da bewegen wir uns jetzt in einem ganz spekulativen Gebiet. Alte Böden sind einerseits schon so, dass Pflanzen beeinflussen ihren Boden, Punkt, ja, das ist klar. Und wenn die Pflanzen, immer dieselben Pflanzen über einen sehr langen Zeitraum auf einem und demselben Boden stehen, dann werden sie ihn recht intensiv beeinflusst haben. Das kann also dazu führen, dass sie dann den Boden genau nach ihren Wünschen gestaltet haben und das wird auch so sein. Gleichzeitig ist ein alter Boden und ein Boden, dem immer die Nährstoffe so entnommen werden, dass sie für ein und dasselbe Ökosystem passen, irgendwann an diesen Nährstoffen, die da eben dauernd gebraucht werden, auch verarmt. Ja? Und Alter ist bei einem Boden eigentlich kein Prozess, der ihn besser macht. Im Gegenteil, je älter der wird, desto schlechter, also zumindest hinsichtlich den Ansprüchen für Pflanzenwachstum, desto schlechter wird der auch. Damit wäre es also schon ein
bisschen eine gewisse Sensation, dass hier steht lange, lange, lange Buche und jetzt ist der Boden plötzlich hinterher fruchtbarer als vorher. Das muss man schon vorsichtig mit sein. Außerdem, Bodenfruchtbarkeit ist auch nicht eine Größe, die man in Bodenfruchtbarkeitswert 1 bis 10 misst, sondern setzt sich aus vielen, vielen Einflussfaktoren wie die Kationenaustauschkapazität, den pH-Wert, die nutzbare Feldkapazität und so weiter entsprechend zusammen. Bodenart, Struktur, Anteil von verschiedenen Nährelementen, ob es Carbonat drin hat und ja, ich höre schon auf. Jedenfalls, das ist ein hochkomplexer Komplex, das darf man schon definitiv so nennen und daher ganz, ganz schwierig, da konkrete Aussagen zu machen. Ja? Und da muss ich mich wirklich ein bisschen zurückhalten. Alte Bäume sind sicherlich sehr, sehr wertvoll. Alte Ökosysteme, die lange die lange stabil gewesen sind, sind sicherlich auch sehr, sehr wertvoll. Ob die unbedingt jetzt stabiler sind und dass sich aus Alter ein geringeres Risiko zusammenzubrechen ergibt, das würde ich eher wieder bestreiten wollen, weil der Zusammenbruch einer Waldgesellschaft, eines Waldstücks, das dann halt mal wirklich auch komplett da niederliegt, ist ein natürlicher Prozess, ist schon immer vorgekommen, wird auch immer vorkommen. Und man muss ja auch noch mal dazu sagen, es ist ja keine Bewertung da in dem Ökosystem und in der Natur als solche. Ob da der Wald gerade zusammengebrochen ist oder gerade wunderbar super schnell wächst, ist im Grunde vollkommen egal. Da wächst ja danach wieder irgendwas anderes. Und ja, diese Bewertung findet so nicht statt. Und das macht das Ganze ziemlich schwierig. Also ihr seht, ich druckse darum. Das ist ein Thema, ja, ganz schwer einzuordnen. Ich werde da vielleicht in die Richtung mal noch ein bisschen recherchieren. Irgendwann zumindest. Mindestens irgendwann. Und dann greifen wir das nochmal auf, wenn ich da auf dem ganz modernen, aktuellen Stand der Forschung dann auch bin. Derzeit bin ich es nicht hundertprozentig. Ja, und das ist es dann tatsächlich auch gewesen. Mehr fällt mir nicht mehr ein. Ich hoffe, dass ich damit so ein paar Baustellen noch ein kleines bisschen klären konnte und da vielleicht noch so ein paar Sächelchen erklären konnte. Vielleicht für den einen oder anderen noch ganz interessant gewesen. Sollten nochmal Fragen bestehen bezüglich jetzt der Diskussion oder bezüglich des Hauptvideos, bitte gerne, oder Diskussionspunkte oder Anregungen oder sonst was, bitte gerne auch nochmal drunter schreiben. Wenn sich da wirklich die Notwendigkeit ergibt, mache ich auch nochmal eine Diskussionsrunde. So ist das ja nicht. Ne? Das können wir schon zur Not. Was heißt zur Not? Mache ich ja gerne. Ja? Ja, also sollte sich das ergeben. Ist selten der Fall. Also ich habe jetzt eigentlich bisher nur beim Wolf noch eine Diskussion von der Diskussion machen wollen oder müssen, in Anführungszeichen, weil was anderem ist das noch nicht vorgekommen, aber ja, sag niemals nie. Ich bedanke mich in jedem Fall, jetzt hat der Regen inzwischen auch etwas nachgelassen, das ist schön, dann komme ich einigermaßen trockener nach Hause und kann hier meine Plane besser abbauen. In jedem Fall vielen herzlichen Dank fürs Reinschauen und Zuhören, vor allen Dingen, denke ich, ist auch hier wieder die Audiogeschichte wichtiger gewesen als das Bild. Macht's gut, gerne bis zum nächsten Mal und einen schönen Abend. Vermutlich ist das, wenn ihr gerade guckt. Tschüss.